spenden euch jetzt 2 Stunden unserer Zeit für eure Unterhaltung und sprechen über den Film Paradise. Herzlich willkommen in Folge 790 des Sneakpods. Mit mir hier, der Chef von das Ganze, das ist Robert Krüger. Hallöchen. Und unser Verkaufsgenie, das ist Christoph Perner. Guten Abend. Ich wollte eigentlich dich, Stefan Giesbert, als unseren Oberdrücker vorstellen. Guten Abend. Ist halt ja. Litauischer Waldarzt. Oder das, ja. Ja. So. Da sind wir wieder. Erholt von fast vier Stunden letzte Woche. Ich noch nicht ganz, weil es für mich erst... Weiß nicht, die letzten Worte sind 2 Stunden her oder so. Oh, das heißt, wir reden für dich jetzt schon wieder so langsam. Ja, das stimmt. Wow. Ihr habt ja ordentlich Sendung gemacht, ne? Wie üblich. Es verschwimmt für mich in einem Nebel. Ich muss es mir, glaube ich, nochmal anhören. Ich habe es mir noch nicht angehört. Also ich glaube, ich war ein bisschen beschwipst am Ende. Ach, komm. Wir sind völlig platt. Das ist ganz schön privat heute, merke ich gerade. So ein Satz, der mir im Kopf geblieben ist. Was, echt? Oh Gott, was haben wir denn? Ach Gott, ja, ich erinnere mich dunkel. Sowas erzählen wir ja sonst alles gar nicht. Okay. Nee, ich habe mich gerade eher daran erinnert, wie ich am Ende den Film vergessen hatte, obwohl ich ihn ja vorbereitet hatte. Ums Verrecken nicht mehr. Einmal, oh. Ja, ist ein dieser Film, aber ja, weißt du noch, wie er heißt? Ja, Paradise hieß er. Worum ging es denn? Euphemistisch um Zeitspenden, in Wirklichkeit um Lebenszeitübertragung. Eine deutsche Produktion, in der es ist eine Dystopie in der nahen Zukunft, und es geht um die Möglichkeit, dass eben man Lebenszeit von einer Person auf die andere transferieren kann. Und wir begleiten einen von Kostja Ullmann gespielten, ja, Verkaufs, ja, oder Aufschwatz, wie soll man es nennen, so ein, also Versicherungshain, Drückerkolonnen-Typ. Drückerkolonnen-Kredit-Typ. Multilevel-Marketing. Genau. Ja, nicht ganz. Der einfach Leuten, die bedürftig sind, also finanziell bedürftig, aufschwatzt, dass sie doch dafür Lebenszeit verkaufen können an Leute, die eben viel Geld haben. Und ein Hintergrund hat es noch, dass man kann das nicht einfach so verkaufen, sondern man muss einen Spender finden, also muss irgendwie genetisch passend sein. Und wir begleiten, oder wir das Ganze spielt sich in so einer großen Firma ab, in der er arbeitet. E.ON, die von Iris Berben geführt wird. Und oder eine Figur, die von Iris Berben gespielt wird. Und ja, ihm, unserem Protagonisten und seiner Frau geschieht ein Unglück, also ihr Haus brennt ab und sind plötzlich unheimlich verschuldet. Und dadurch passiert es, dass, weil die Frau einen Teil ihrer Lebenszeit als Sicherheit für den Kredit der Wohnung eingesetzt hatte, passiert es halt, dass sie Lebenszeit gepfändet wird. Und sie dann eben plötzlich keine junge Frau, sondern eine alte Frau ist. Ja, was dann eben dazu führt, dass seine Sichtweise auf diese ganze Thematik sich doch deutlich verändert und die Geschichte ein bisschen an Geschwindigkeit gewinnt. Mhm. Die Menge an Jahren, die ihr da weggenommen werden, wir reden da 39. schon über signifikante Mengen, nicht irgendwie nur 2-3 Jahre oder so. Also so, dass man es wirklich merkt, und ja, das macht was mit denen. Mhm. Was es noch gibt, ist so eine Art, ja, wie so eine Untergrund-Terrorvereinigung irgendwie, die treten dann mal so in Erscheinung, indem sie so Terroranschläge begehen, die ganz klar auch mit dem Statement verbunden sind, dass sie gegen diese Technologie sind. Also man merkt, dass in dieser Gesellschaft Es brodelt, genau, das ist auch noch nicht so jetzt von jedem als irgendwie was so, ja, das ist halt so und es ist okay so,
anerkannt wird. Ist noch nicht fertig verhandelt. Ja, genau, ist noch nicht fertig verhandelt. Ja, genau, es ist halt auch nicht okay so, gell? Weil es ist halt, ja, okay, da sind wir ja schon in der Kritik. Es ist halt eine Kapitalismus-Allegorie, eine sehr, also was heißt sehr allegorisch, ist es nicht, gell? Also, sondern es ist halt Kapitalismus auf 11 gedreht. Und der ist halt nicht in Ordnung, ne? Also, der führt halt nicht zu Gutem. Ist ja klar. Genau. Im Grunde ist das ja, sagen wir mal, nichts anderes, als was wir jetzt heutzutage vielleicht haben mit Organtransplantations, dieser Scherz, das kostet mich eine Niere. Ja. Man sagt das manchmal so dahin irgendwie, oder da, so viel Geld habe ich nicht, da muss ich eine Niere verkaufen. Das, ja, in unserer deutschen Gesellschaft geht das nicht, aber ja, in anderen Teilen der Welt mag es da düsterer aussehen. Und hier ist das jetzt halt ja kapitalistisch anerkannt, dass du halt nicht Organe verkaufst, sondern Zeit, was ja im Endeffekt auch nur, sagen wir mal, jetzt in Anführungszeichen gesprochen, ein Teil deines Körpers ist, den du da einfach verhökern kannst. Ja gut, und du müsstest es nicht mal so weit drehen. Du könntest auch sagen, dass manche Menschen eben gezwungen sind, Berufe zu machen, in denen sie ihre Lebenszeit verschwenden. Ja, das könnte man auch so, ja genau. Weil sie bedürftig sind. Also das ja, geht ja in eine ähnliche Richtung. Das ist auch eine Spielart des Kapitalismus, gell? Ja, wir sind schon in der Kritik fast angelangt. Bevor ich frage, wie hat uns das gefallen, erinnere ich nochmal euch daran, dass wir ja eine kleine Jan-Gleichung des Podcasts vorgenommen haben letztes Mal. Ist das so? Ja, ist sicher, oder? Also ich habe die ganze Sendung gehört und ich war nüchtern. Ich kann mich an sowas nicht erinnern, aber Christoph dekliniert immer am Ende nach den Jan-Sendungen neue Regeln aus irgendwas heraus, was er da gehört hat, was wir genau dann spielen müssen. Was er im Unterbewusstsein wahrgenommen hat, während er sich komplett besinnungslos zugehauen hat. Ja, wir müssen es jetzt testen, weil Jan hat uns ja unterstellt, dass unser erster Film immer so ein bisschen hinten runterfällt, weil wir nicht die Chance haben, schon zu trinken und weil wir gerne trinken wollen. So, dann okay, den immer besonders kurz halten. Ich glaube ja nicht, dass das so ist. Ich glaube auch nicht, dass das so ist. Aber um dem entgegenzuwirken, können wir jetzt einen Versuchsdings-Ballon mal starten und einfach während des ersten Films schon trinken. Wir sprechen dann aber erst in der Droge der Wahl darüber, was wir trinken. Aha, ja, also, das wird Bier getrunken, höre ich. Das könnte auch oder Ginger Ale sagen. Das weißt du alles nicht. Stimmt. Aber es ist offen, genau. So viel kann ich sagen. Genau, also Prost und wir sprechen dann gleich darüber, was wir trinken. Ja, aber wie hat uns denn der Film gefallen? Das ist zu viel Veränderung, das schaffe ich jetzt nicht. Du musst ja nicht trinken, du kannst nur. Na, das ist ja gut, was ein Glück. Oh. Wer möchte anfangen? Ah ja, fang du an. Ich mag das Szenario. Mhm. Ich mag die Idee, solche dystopischen Ideen durchzudeklinieren als Film, finde ich immer sehr schön. Allerdings bin ich mit der Ausführung nicht ganz einverstanden. Die Schauspielerei war speziell in der ersten Hälfte enorm hölzern. Also die Unterhaltungen zwischen der jungen Frau, bevor sie die Jahre gepfändet bekommt, und ihm, diese Partnerschafts-Dings, wie sie den Sex anbahnen und wie sie sich über mögliche Kinder unterhalten und so weiter. Da stehen Leute in einem Set und tragen einen Text vor, wie im Schultheater. Wie man das halt im deutschen Kino gewohnt ist. Ja? Aber auch gar nichts mit einer Unterhaltung zwischen zwei erwachsenen Partnern, die verheiratet sind, zu tun hat. So unterhält sich einfach keine menschliche Person. Das sind einfach Textseiten, die fürs Schreiben geschrieben worden sind, nicht fürs Sprechen, die da vorgelesen wurden. Vielleicht musst du da mit dem Drehbuchautor mal über seine Beziehung sprechen oder der Autorin. Ja, oder mit dem Drehbuchautor. Vielleicht verhandelt er mit seiner Gattin auch. Gattin, ja. Paarung, jawohl. Oder, weiß gut, ich nicht. So war es nicht. Aber also, es ging ja gar nicht um die... Das ist nicht so romantisch. Bei uns heißt es, los Schatz, der Rotz muss raus. So, oh Gott, jetzt müssen wir nur bei dem Thema. nee, das meine ich gar nicht, aber auch die Unterhaltungen in der Firma und so, also das war einfach ganz hölzernes Schauspiel von teilweise schlechten Darstellern. Und dann nehme ich Kostja Ullmann nicht aus, das hätte ich auch, also und ja, ja. Das und einfach werden auch überhaupt schlecht nicht. Schlecht geschrieben, auch was die sagen, entweder hatten sie selbst nicht die den Willen irgendwie mal zu sagen, was mal auf, ich biete mal was an, was ein bisschen realistischer rüberkommt, oder der Regisseur hat es halt nicht genommen oder nicht reingeschnitten oder nicht haben wollen, oder ich weiß es nicht, wie das gelaufen ist, alles Spekulation. Das Ergebnis auf der Leinwand ist jedenfalls anstrengend. Und dann
dann wird es besser. Irgendwo in der Mitte findet der Film so ein bisschen seine Füße. Und dann ab der Hälfte, der ist ja unfassbar lang, 1:57. Und ab der Hälfte entschließt er sich dann, dieses ganze Sci-Fi und was macht das mit einer Gesellschaft und wie deklinieren wir das weiter, einfach wegzuwerfen zugunsten von, wir rennen jetzt mal durch neblige litauische Wälder und machen ein bisschen Schießerei. Und der ganze restliche Science-Fiction-Kram, der ist so, ja nee, lass mal jetzt lieber doch von 1,57 mal eine Stunde Schießerei und durch den Wald rennen im Nebel machen. Echt, war das so lang? Also kam es mir vor. Ich habe die ganze Zeit, während ich den geschaut habe, den Christoph im Hinterkopf gehört. Boah, in Black Mirror hätten die das in 47 Minuten erzählt. Ja, stimmt, bei Black Mirror hätten die das in 47 Minuten erzählt. Einen ähnlichen Gedanken hatte ich, ja. Da habe ich Pause gemacht, 1:15. Oh fuck, ey. Es wäre schon rum. Ja, es ist halt im Endeffekt auch eine Black Mirror-Folge, gell? Viel mehr ja, also ist sie es nicht. Zählen schon ein bisschen mehr. Sie hätten nicht alles erzählen können für... Genau, also bei Black Mirror hätte man diese persönliche Sache halt nicht so stark, ne? Aber ja, ist die Frage, ob es das braucht. Aber also er hat mich nicht gelangweilt, sowas nicht. Aber so einen ähnlichen Gedanken hatte ich schon. So irgendwie Black Mirror hätte das doch ein bisschen straffer erzählt. Aber also mir hat er nicht so missfallen, muss ich sagen. Diese hölzerne Schauspielerei, ja, da gebe ich dir recht. Ich meine, der hat halt auch das Rad nicht neu erfunden, gell? Also das haben wir haben ja damals diesen Justin Timberlake, Amanda Seyfried Film, der hatte ja eine ähnliche Thematik, In Time hieß der, glaube ich. Und da war das irgendwie eleganter gefilmt und hatte viel mehr Drive. Gut, da konnte ja Lebenszeit auch so direkt übergeben werden. Erinnert ihr euch an diese Szene am Bus, wo irgendwie er seine Mutter, glaube ich, versucht zu erreichen? Und Timberlake oder jetzt hier Kostja? Nee, Timberlake. Habt ihr den Film gesehen? Den In Time? In Time. Ich glaube nicht. Und da weiß er halt, dass seiner Mutter, glaube ich, die Lebenszeit abläuft und dass sie eben ihn erreichen muss, damit er ihr eben Lebenszeit geben kann. Weil es eben so wurde immer so direkt übertragen, so irgendwie Handgelenk an Handgelenk so. Okay. Und sie rennen so aufeinander zu und kurz bevor sie sich erreichen, läuft ihre Lebenszeit ab und er schafft es nicht mehr, ihr das zu spenden. Also das ist wirklich ganz dramatisch. Aber immer viel mehr Drive als dieser Film hier. Wo es eben nicht, wir rennen ein bisschen durch den litauischen Wald und schießen aufeinander, sondern ja, es war einfach mehr Dynamik. Einfach besser gemacht, muss man sagen. Also da sind ja auch diese... Der Film versucht ja dann manchmal so ein bisschen so die Gänge zu wechseln und dann sitzen sie irgendwo und diskutieren, ob das alles so richtig ist, was sie machen. Und dann sitzen die Hescher, also hier unsere beiden Sicherheitsfizis, zusammen in irgendeinem Jeep, der ganz offensichtlich ein 2022er Benzingurgler ist, aber mit Elektrogeräuschen durch den Film fährt, weil da alles elektrisch sein muss, weil alles voller ID3s und Honda E's. Schon so ein bisschen Produktmarketing fies drin gewesen. Also die Menge ID3s war ja wirklich erschreckend. Ja, aber besser als wenn sie wirklich mit Verbrennern dann rumfahren und sich keine Gedanken machen. Also Elektroautos haben sich ein bisschen Gedanken gemacht. Bin ich nicht dagegen. Dann sitzen die in so einem Auto, die beiden Sicherheitsheinis, und versuchen sich so ein bisschen über das Richtig und Falsch in diesem harten Leben. Und übersetzt man, wenn jemand im Amerikanischen sagt, es ist ja ein deutscher Film, aber im Amerikanischen würdest du sagen, I'm working for the private sector, sagt man im Deutschen wirklich in den privaten Sektor, wenn man meint, dass man so paramilitärisch ist? Ich glaube nicht, das ist doch ein fieser Anglizismus, oder? Also ja, das ist halt ein fieser Anglizismus, also sagt man es vielleicht. Also aber den Ausdruck Privatsektor gibt es schon für, wenn Politiker zum Beispiel Chef in der Bank werden. Ja, nee, aber... Nee, also die meinen Söldner. Ja, genau, die meinten Söldner. Genau. Ja. Und ich glaube, im Englischen versteht man das Wort auch so. Aber naja, egal. Das müsste man mit Jan jetzt diskutieren. Habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht. Wenn wir uns über jeden Anglizismus ärgern würden, dann lassen wir lieber. Ja, nee, aber dann macht der Film wieder so dieses, dann gehen wir wieder in die Action rein und dann muss halt wieder irgendwie, warum mussten da Schießereien am Ende ohne Ende sein? Darum ging es in dem Film überhaupt nicht. Ja, das stimmt. Aber nee, wir mussten halt irgendwie Wald und dieser Nebel und diese ganzen Lichter in dem Wald, damit der Nebel angeleuchtet ist, also völlig groteske
Szenerien, die da aufgebaut wurden, damit es alles so ein bisschen litauisch wirkt. Und warum musste dann am Schluss, dann musste noch so ein bisschen EU-Außengrenzen-Thematik noch reingehört werden. Das halt gehörte da auch überhaupt nicht rein, aber es war wie so ein politisches Statement, was wir jetzt da... Dieses riesige Flüchtlingslager. Ja, und dann diese Adrenochrom den Kindern abzapfen, Verschwörungstheorie dann auch noch da. Also, weißt du, so, ich hatte so das Gefühl, wir müssen da unbedingt noch ganz viele Themen ansprechen und dann wurde das irgendwie da reingeschraubt. Ich weiß nicht. So schön, wie er am Anfang angefangen hat. Also ich fand den Look, den die am Anfang hingekriegt haben, dieses Thema, was sie aufmachen, dieses Setup, was sie da herstellen, fand ich richtig gut. Total. Dann lassen sie es irgendwie eine ganze Zeit lang liegen und kauen so ein bisschen drauf rum. 47 Minuten bei Black Mirror. Und dann machen sie am Schluss irgendwie einfach noch ein Thema auf und noch ein Thema auf und ach, das können wir noch und lass uns doch noch darüber reden und dann noch ein bisschen Nebel. Also ja, schade, aber es ist so schade. Ja, am Ende das genau, was du sagst. Es wäre halt in der Black Mirror Folge konzentrierter gewesen und dieser ganze nebenrum Unsinn nicht gewesen. Ja? Also auch da wieder. Ja, aber wenn man die gezwungen hätte, bleibt halt unter anderthalb Stunden oder bleibt bei 100 Minuten oder sowas. Hätte man irgendwie das nochmal straffen müssen und sich überlegen müssen, was ist das mit der Außengrenze, ist mir das total wichtig? Ja, okay, dann sprich's halt die ganze Zeit an, also dann mach das zu deinem zentralen Thema, hol die Leute daraus, lass die Geschichte da spielen von mir aus. Oder ist es dir nicht so wichtig? Ja, dann lass es einfach weg. Ja. Also. Ja, und dann halt auch so Sprünge in der Stimmung so. Also es gibt ja dann so dieses, ich will jetzt nicht spoilern, aber sagen wir mal, beide unserer Protagonisten, sowohl Kostja-Figur und auch seine dann alte Ehefrau, werden so wechselweise von Moral, Problemen, wie sagt man, Gewissensbisse ist, glaube ich, das Wort, was ich gesucht habe, geplagt, ob sie das jetzt so durchziehen wollen, ihren Plan, wie sie den da gefasst haben. Und das schwenkt dann, wer die gerade hat und wer jetzt mitmachen will und wer gerade nicht und so. Und das platzt dann auch in den Filmen immer so, also das entwickelt sich nicht, das knallt immer so rein, so wie das nächste Problem übrigens, jetzt hier, bam, jetzt hat er das Problem, jetzt hat sie das Problem, jetzt ist das. Und wenn der Plot irgendwie vorankommen muss, so was weiß ich, die Häscher haben die Spur verloren, die müssen sie wiederentdecken, dann passieren immer so mega unlogische Sachen. Die sind auf irgendeiner Fähre mitten auf der Ostsee und da sitzen 10 Leute in so einem Überwachungs-Office und gucken auf Bildschirme und natürlich gucken die genau auf die Überwachungskamera auf dieser Fähre und entdecken da nicht durch irgendein Computerprogramm, sondern durch pures Draufschauen von 2 Meter hinterm Monitor, so, ja, das ist ja doch, ja, da müssen wir jetzt die Fähre da und so, ja, alles klar. Also so hinkonstruierte Scheiße einfach, die ich nicht kaufe, dann muss es in dieser Sci-Fi-Welt irgendwie auch so Sci-Fi-mäßige Sachen wählen, ja, dann muss er halt das Handy versehentlich anmachen oder es muss irgendwas senden und dann danach verschwendet der Film irgendwie wieder 10 Minuten. Oder ein Computer, also mein Gott. Genau. Also, dann muss der Computer das sich identifizieren, fertig. Genau, aber nicht der Typ, der 2 Meter hinter dem Operator steht und dann auf den Bildschirm guckt und den beiseite schiebt und sagt, das sind sie doch. Völliger Blödsinn. Und dann, nachdem das passiert ist, verschwendet der Film die nächsten 10 Minuten mit irgendeiner Grenzkontrolle. Und dann denkst du, ja, das hat jetzt nichts mit gar nichts zu tun. Rausschneiden, den ganzen Blödsinn rausschneiden. Ja. Das hat der Film einfach, da ist er nicht, da hat er sich selbst im Weg gestanden für wie du gesagt hast, Stefan, ein tolles Setup vorne mit ein bisschen hölzernen Schauspielern, ein bisschen hölzernen Dialogen, aber das hätte man alles noch redeemen können, wenn man sich nicht dauernd verzettelt hätte mit irgendwelchen Nebenkriegsschauplätzen für 2 Stunden. Du lästest über Anglizismen. Ja, aber ich habe wenigstens das englische Wort benutzt und nicht eine schlechte Übersetzung davon. Eine Sache möchte ich noch anbringen, die ich schön fand oder die ich interessant fand, die auch dieser Justin Timberlake-Film, glaube ich, nicht gemacht hat, kann ich mich jedenfalls nicht erinnern, nämlich dieses Thema Altern. Also wenn dir halt Lebenszeit genommen wird, ist das nicht nur irgendeine Digitalanzeige auf dem Arm, sondern die Leute alterten dann eben oder wurden jünger, was dann halt dazu führt, dass du Figuren hast, die
nicht entsprechend ihrem phänotypischen Alter agieren. Also da war ihm zum Beispiel diese Dealerin, die er da beobachtet, die halt ein Kind ist und er sie halt länger beobachtet und dann irgendwann klar wird, auch dem Zuschauer klar wird so, ja, das kann kein Kind sein, weil die macht halt lauter Sachen, die halt Erwachsene machen. Auch sonst hatten wir ja Figuren, die viel zu viel Erfahrung hatten für wie jung sie aussahen und andere wiederum sahen ganz alt aus und waren eben eigentlich noch jung und oder hatten eigentlich noch wenig Lebenszeit gehabt, also waren natürlich nicht jung. Das fand ich schon interessant, also weil das halt dazu führt, dass du quasi nicht mehr vertrauen kannst, wie die Leute aussehen oder ja oder wie alt sie aussehen und was sie eben für einen Hintergrund haben. Die kann halt ja, das ist eben völlig entkoppelt, wer sie sind und wie sie aussehen. Mhm. Das fand ich interessant gemacht. Also es hat mir gut gefallen. Ja, das waren definitiv die besseren Teile des Films, wo er eben diese Idee definiert hat und das mal angeschaut hat, wie würde das dann aussehen, was würde da passieren. Das De-Aging von Iris Berben in der einen Szene, die Szene ist ja nur 2 Sekunden oder so, aber es sieht so schlecht aus. Ja, furchtbar. Zum Glück haben sie dann einfach die Schauspielerin geändert. Das war besser. Ja. Und der Twist, der mit dieser Sache noch passiert, den fand ich wiederum clever. Dass dann da solche Sachen passieren können, dass du dir plötzlich nicht mehr sicher sein kannst, wer und wie und was. Ich will es jetzt auch nicht spoilern, aber das, wie sich das auflöst und es gibt ja dann so 2 Ideen, was jetzt sein könnte und die beiden Protagonisten hängen der einen und der anderen Idee jeweils an. Man weiß es ja dann auch nicht, bis es dann zu einem bestimmten Punkt aufgelöst wird. Bis es zum Gasting-Ende kommt. Ja, klar. Ja, und das ist dann auch interessant irgendwie, so ein interessanter Punkt, den wo ich gut fand, dass ich da war ich schon gedanklich so, okay, wir sind jetzt in diesem litauischen Unsinn versunken und haben die Sci-Fi-Prämisse vergessen, aber wenigstens das passierte dann noch, was zu der Sci-Fi-Prämisse dazugehört und das fand ich dann wieder gut. Ja. Ja. Jetzt brauchen wir noch Punkte oder habt ihr noch Dinge? Achso, übrigens, das Shootout am Ende, also in dieser Lagerhalle da oder so, die Action war lame, aber sie war visuell toll eingefangen. Also wenn er da so durchgerannt ist und immer diese Explosionen, die ihn so teilweise in seinem Weg gehindert haben und so weiter, das, da muss ich sagen, wenigstens Props an den Kameramann, das sah cool aus. Und die Art und Weise, wie das war, es war jetzt nicht Children of Man Niveau, aber die Art und Weise, wie die Explosionen nicht nur ihn quasi wieder haben zurückschrecken lassen, sondern auch die Kamera sowieso zurückgeworfen haben und so, dass man hatte das Gefühl, dabei zu sein. War kein One-Take, da waren schon Schnitte drin und alles, aber ist Children of Man da so gut? Ja, es gibt in Children of Man, der Jan hat es auch letzte Woche angesprochen und diese Szene ist auch meine primäre Erinnerung an den Film. Gibt es so eine Szene, wo sie unter... Jan hat über Children of Man gesprochen. In einem Leben, in einem Nebensatz nur. Es gibt da so eine Szene, wo der Clive Owen und die Leute, mit denen er da rumläuft, in so ein Haus, so ein Plattenbau irgendwie, über so eine Straße und da ist ein Feuergefecht am Laufen und das Haus liegt unter Beschuss und die rennen über die Straße in das Haus rein und ich habe es auch länger nicht mehr gesehen, aber die ist so inszeniert, dass du das Gefühl hast, du stehst mit unter Beschuss, du rennst mit diesen Leuten, weil das auch, glaube ich, in einem One-Take gemacht ist. Und das ist so immer die Szene, die ich bei so Kamera, die eine Figur, die durch einen Kampf hechtet und irrt oder vielleicht gar nicht mitkämpft, sondern dann nur versucht durchzukommen oder so, wie das jetzt ja auch in seinem Fall war, das ist so die Referenz. Und das hier war nicht so gut, aber da waren sehr gute Elemente dabei, die in sehr gut und doll in diese Richtung gehen. Und das fand, also die hat mich zumindest visuell dann wieder gehabt für eine Weile. Ich glaube, ich muss mal wieder Children of Man schauen. Ich habe da überhaupt keine guten Erinnerungen dran. Ich fand den so meh. Aber ich finde halt Clive Owen auch so langweilig. Das ist der bei dir aber immer das wird Problem. Halt daran liegen. Sobald Clive Owen auf dem Bildschirm auftaucht, schaltest du innerlich schon so ein bisschen aus. Schlafe ich schon, ja, genau. Ich kann mich da nicht... Was ist denn hier für komische Geräusche? Warte mal. Wahrscheinlich Autos. Kann sein. Also ich habe da keine Erinnerung quasi dran an diesen Film. Es ging irgendwie um Fortpflanzung, glaube ich, gell? Es geht darum, dass
Leute eigentlich keine Kinder mehr kriegen können und dann plötzlich doch eine Schwangere. Ah, genau, ja. Die gilt dann als most precious und muss irgendwie, weiß nicht, vor allem geschützt werden und vor allen Dingen darf sie nicht in die falschen Hände geraten. Ja, ja. Ja, aber zurück zu unserem Film. Es ist halt auch da wieder nur der Look. Ja. Also sie machen am Anfang, für mein Gefühl, mit einem tollen Look auf, erzählen auch eine ganz gute Anfangsgeschichte und auch am Schluss, wie du jetzt gerade erzählt hast, haben sie da auch nochmal richtig ordentlich was mit der Kamera. Mir ist es nicht so aufgefallen, aber vielleicht war ich auch einfach müde oder genervt. Aber es sah cool aus. Und es reicht halt dann doch nicht, um einen herausragenden Film zu machen. Nö, herausragend nicht, aber schon okay. Also eine Szene noch mit einem Fragezeichen, wo ihr mir vielleicht erklären könnt, was das in diesem Film verloren hat. Spoiler, es hat nichts darin verloren, aber vielleicht wollt ihr es versuchen. Warum musste sie im Moor versinken? Was? Sie ist im Moor versunken? Na, die Entführte. Die ist dann weggerannt. Ach, stimmt, ja. Und dann fällt sie in so ein Dings und dann fängt plötzlich ein komischer kleiner Fluss an, sie reinzusaugen. Und selbst wenn sie sich an dem Holzbalken festhält, kann sie sich nicht mehr, also selbst ein Holzbalken reicht nicht aus. Es saugt dich aktiv runter. Es ist nicht nur so, dass es, dass du da drin nicht schwimmen kannst, was sie übrigens zu keinem Zeitpunkt versucht hat. Alles so Szenen, wurde. Das sind die Zeitmonster. Ja, genau. Nee, der See der Traurigkeit. Und sie war einfach zu traurig. Okay. Ja, okay. Oder so, sah's doch etwa aus. Und dann kam der andere, der das Pferd wieder rausgezogen hat. Ach nee, das war was anderes. Egal. Weiß ich auch nicht, was das sollte. Es war Eye Candy am Ende. Es war also eine Szene, wo ich da saß und dachte so, ah, das jetzt auch noch. Komm. Nächste ist ein Treibsandfeld und dann noch ein Minenfeld. Ja, es war ja im Endeffekt ein Treibsandfeld. Es war Moor. Es war das andere. Ja. Ich habe heute eine alte DuckTales-Folge gesehen, wo Dagobert im Treibsand versinkt und nur noch der Zylinder oben rausguckt und die Tick, Trick und Track wissen jetzt nicht, wie sie ihn da rauskriegen und dann er ist zum Glück mit einer Taucherausrüstung darin untergegangen. Und dann hat er sich unter dem Treibsand, also im Treibsand, diese Taucherausrüstung angezogen und ist aus dem Treibsand herausgetaucht. Ich bin mir nicht sicher, inwieweit das physikalisch tragfähig ist. Aber er hat immerhin was versucht. Das, im Gegensatz zu der hier. Ha. Er hat immerhin geschrien. Ja, immerhin. Ich war in meinem Dänemark-Urlaub mal in der Nähe von Treibsand. Da war noch so Schilder. Der Treibsand heißt, oder was? Nee. Tatsächlich pumpen die da so einen Hafen. An so einem Hafen müssen sie immer die Einfahrt frei baggern mit so einem Saugschiff. Und das Schiff saugt halt im Meeresboden. Suspension. Ja. Sand, Schleim, Schlons von der Einfahrt. Fährt da immer so rum, jeden zweiten Tag fährt es raus und dann saugt es da Zeug weg, weil das offensichtlich immer sehr schnell versandet. Und dann fährt es an den Hafen, an eine Stelle, legt an. Und dann wird so ein Schlauch angeschlossen und dann pumpen sie den ganzen Schlons, den das Boot aufgesaugt hat, durch ein Rohr. Einfach ungefähr 200-400 Meter, keine Ahnung, ist so ein langes Rohr in der Düne verbuddelt, pumpen sie das einfach so 400 Meter weiter den Strand runter und da endet das Rohr einfach und da kommt der ganze Scheiß da wieder rausgeflogen aus dem Rohr und spratzelt da so quasi an den Fuß der Düne, aber halt nicht direkt ins Wasser, sondern da ist ja noch der Strand dazwischen. Klingt super sicher, muss ich sagen. Ja, total. Also. Das fliegt da raus, so 2-3 Meter lange Fontäne von braunem Schlons. Und der fällt dann halt einfach da auf den Strand. Da ist natürlich massenhaft Flüssigkeit dabei und diese Flüssigkeit bildet dann so einen Strom und dadurch ist der Strand an dieser Stelle halt massiv mit Wasser weich gemacht. Und da stehen überall Warnschilder, dass das, wenn dieses Ding an ist und auch danach noch für eine Weile, dass das Treibsand ist und dass du da nicht langlaufen sollst. Und ja, wir sind dann halt da so bis an den Rand, du siehst es ja dann, wo es nass wird und bist da so rangegangen und dann siehst du dieses da rausspratzeln und es sieht seltsam aus und diese ganzen Schilder machen einem natürlich so ein bisschen scary und dann läufst du da rum. Ich glaube, vor allem unsere Generation, wo uns ja in unserer Kindheit in allen Fernsehproduktionen
dauernd Angst vor Treibsand gemacht wurde, was ja super selten ist, gell? Aber also in meiner Erinnerung in 80er Jahre Serien und Filmen sind dauernd Leute in Treibsand ständig zugrunde gegangen, als wäre das ein halt Major Problem. Was halt übrigens Quatsch ist, ne? Also in Treibsand kannst du reinsinken, aber ja, klar. Dass du es kann auch so sein, dass du nicht mehr selbst rauskommst, aber dass du wirklich untergehst und darin ertrinkst, ist eigentlich Legend Unfug. Ja. Ja, aber war so ein Ding in 80ern, gell? Ja, also wenn dir das natürlich im Wattenmeer passiert, ja, dass du feststeckst und dich nicht mehr selbst befreien kannst und dann die Flut kommt, dann, ja. Das ist natürlich schlecht, dann bist du praktisch mit Treibsand ertrunken, aber nicht im Treibsand. Also, ja. Ja, das war jetzt der Exkurs. Exkurs Treibsand, zurück jetzt zum Film. Machen wir mal Punkte an Paradise dran, oder? Warum der auch immer Paradise hieß, da brauchen wir uns jetzt keine Gedanken drüber machen, aber. Gute Frage, hab ich gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe jetzt, wo du eben so erzählt hast, auf was du am Schluss noch alles geachtet hast, was dir aufgefallen ist, ich merke immer mehr, wie ich mich diesem Film einfach ergeben habe und ihn einfach fertig auf meine Augen habe prasseln lassen. Abgeschehen lassen. Und so. Okay, alles klar, ja. Mach halt. Ich muss ja am Dienstag drüber reden. Oh, okay. Ja, los. Also, irgendwie, er hat mich irgendwann zwischendrin verloren, wo er mich am Anfang richtig gut hatte. Also, viel mehr als 5 Punkte kriegt er von mir nicht. Das ist so, boah, soll ich das durchschnittlich. Festhalten? Man kann es aufhalten. Schreib gerne, aushalten, schreib gerne 5 Punkte auf. Da schließe ich mich direkt an. Mich hat er nicht geärgert, nicht sehr gestört. War nicht perfekt, aber er hat mich schon unterhalten und ich fand die Idee ganz gut. Und hat schon auch ein bisschen zum Nachdenken angeregt. Er war kapitalismuskritisch. Ja, ich gebe auch 5 Punkte. Ja, da sind wir uns sehr einig. Ich wollte 5,5 vorhin geben, jetzt gebe ich auch 5 glatt, weil irgendwie so der hatte halt so Teile, die wirklich toll waren und Teile, die einfach ja, öde waren. Schlons waren. Und von daher, ja, nicht Fisch, nicht Fleisch, so tolle Idee, leicht verstolpert. Ja. So, wie viel, ich habe bei mir läuft ja die Aufnahme nicht, deswegen kann ich nicht sagen, wie lange wir schon aufnehmen. Halbe Stunde, obwohl wir jetzt am Ende ja wirklich hart abgeschweift sind. Geschwuft. Das heißt, mir kommt so vor, als würden wir unter Alkohol auch nicht länger über den Film reden. Aber mal gucken, vielleicht lag es an dem Film, wir werden das die nächsten Male noch testen. So, das heißt aber, wir müssen jetzt klären, was für ein Alkohol war. Richtig, genau. Also, bei dir klang es nach Bier, Bob. Das ist korrekt. Es war Bier, das ich aus meinem, ich war ja im Allgäu in der Woche, wo ihr hier mit Jan aufgenommen habt. Da habe ich Bier mitgebracht. Nichts Spezielles jetzt, aber aus der Gegend. Kronburger Hell ist das jetzt hier in dem Fall. Mit dem schönen Schloss von Kronburg. Das ist eine Burg. Ich glaube, es ist ein Schloss. Da drauf. Meine Frau sagte dazu, als ich gesagt habe, dass wir haben in der Umgebung nach Ausflugszielen gesucht und Google Maps hat dann unter anderem gesagt, Schloss Kronburg. Und viele ihrer Besäufnisse in ihrer Jugend fanden in Kronburg statt, aber sie meinte dann, aufs Schloss habe ich nie geschafft, immer nur bis zum Biergarten davor. Also, hier ist das Schloss drauf, aber ich kann nichts darüber berichten, meine Frau auch nicht. Aber das Bier ist lecker. Haben die das da in dem Biergarten auch verkostet oder nur gekauft? Beim Bockbieranstich, wo sie da immer regelmäßig war und ich auch schon ein paar Mal mit war, haben wir das auch schon mal vom Fass getrunken, ja. Also ich mag kein Bockbier, deshalb habe ich an dem Tag dann auch das Helle getrunken, was es da natürlich trotzdem gibt. Du wirst aber immer dann ein bisschen komisch angeschaut, wenn du am Bockbieranstich Helles trinkst. Aber das war jetzt nicht dieses Wochenende. Das ist halt so, wenn wir einen James-Bond-Abend machen würden und irgendjemand möchte, weiß ich nicht, Planters Punch trinken oder so. Ja, wahrscheinlich. Naja, ist vielleicht ein bisschen näher dran, weil es ist immer noch Bier. Also von daher. Ich mag kein Bockbier. Ich weiß nicht, wie steht ihr zu Bockbier? Wie stehen wir zu Bier? Unterschiedlich. Ist das nicht eher malzig? Ja, ich finde auch, was unter den meine Frau gern trinken, gell, so. Unter den Bieren finde ich Bockbier gut. Also für Bier finde ich es gut, aber bin ja insgesamt nicht so der Bierfan. Stefan, du bist da eher bei mir, ne? So malzige Hefe, Biere. Bitte. Ja, genau.
Genau. Also ja, vielleicht so Malzbier, wirklich. Das erinnert mich dann irgendwie an die Jugend. Das gab es bei uns irgendwie immer an Weihnachten und noch zweimal im Jahr oder so. Einfach diese Erinnerung da irgendwie, der Geschmack. Aber sonst ein richtiges malziges Bier finde ich nicht schön. Ja, okay. Was gibt's bei euch? Ich bin auch im Süden von Deutschland unterwegs. Also ich trinke natürlich auch Deutsch, klar. Ich habe nämlich Berlinerisch, habe ich das, glaub, das spielt in Berlin am Anfang, gell? Mhm. Aber da ist mir nichts eingefallen, was ich habe. Es steht wahrscheinlich irgendwo hinten drin doch irgendwie das mit dem Elefanten, habe ich, glaube ich, irgendwo. Aber das, ja, ich habe Berlin Bitters oder so, genau. Mampe gibt's doch, oder? Gibt's? Mhm. Ja. Ja. Ich glaube, das habe ich irgendwo, aber ich habe es nicht gefunden. Ich trinke, weil meine Schwester heute beim Kini war, die war auf Schloss Linderhof, also auf einem der Schlösser von König Ludwig II., trinke ich, und weil ich einfach Bock auf Kümmel hatte, Bayern-Kümmel von unserer geschätzten, befreundeten Firma Penninger. Hm. Grüße gehen raus. Mit dem Herrn Penninger habe ich heute auf Mastodon geschrieben. Ach, guck mal. Ja. Das, oh ja, stimmt. Wie das zusammenpasst. Habe ich gesehen. Was hast du denn ihm geschrieben? Ich habe nur lustige Lebensmittelwarnungen gescherzt, über Lebensmittelwarnungen gescherzt, weil bei einem Bacardi-Produkt gerade ein Rückruf läuft, dass statt den auf der Dose angepriesenen 5% Alkohol in Wirklichkeit 10% Alkohol drin sind. Mhm. Und mein Scherz dazu war Werbung oder Warnung? Fragezeichen. Und daraufhin hat er sich eingeschaltet und hat gemeint, nee, sowas ist schon echt ernst und da rollen Köpfe, das ist kein kleines Problem so. Und ja, ich meinte dann halt, das war auch nicht ganz ernst gemeint, weil es gab sowas neulich schon mal irgendwie, da waren es so CBD-Ölprodukte irgendwie, also so hanfbasierte Dinge, wo dann auch Rückruf kam mit der Warnung, der THC-Gehalt ist außerhalb des zulässigen Bereichs, also zu hoch. Also auch eher Werbung. Auch so eine Frage von Werbung oder Warnung. Also ja, und deshalb, weil es halt wieder so passte und ich das damals, glaube ich, ja, auch schon damals noch auf Twitter gepostet hatte und jetzt wieder in der Hessen-Warn-App, die immer für viel Spaß sorgt, wenn da die Warnungen kommen, dann war da wieder sowas drin und dann habe ich es halt wieder gepostet und ja, da hat er geantwortet. Aha. Auf Twitter. Kleine Zwischenfrage. Diese Twitter-X-Sache, ich bin ja völlig, ich kann nur noch Kopfschütteln, da zugucken und das, nichts verstehen. Ist so, man kann da nur noch Kopfschütteln. Ist jetzt, habe ich das richtig verstanden, ist Twitter jetzt umbenannt in X oder ist einfach nur das Symbol ein völlig schwachsinniges anderes? Sowohl als auch. Also das Symbol ist ein völlig schwachsinniges anderes, als auch ist es umbenannt. Natürlich noch nicht vollständig, weil der möchte gern Genius mal wieder der Meinung war, das alles übers Knie brechen zu müssen und natürlich suppt überall rechts und links aus dem Ding noch das Wort Twitter raus, weil das kriegt man halt so schnell nicht, wenn man das nicht vernünftig ordentlich plant, kann man das nicht so ja, ohne weiteres. Die Domain heißt doch auch Twitter, oder? Also, naja, er hat schon auch x.com, glaube ich, oder ich weiß es gar nicht, ich habe es nicht ausprobiert. Ja, hat er, deswegen will er doch alles genau, an die x.com umnennen. Die Domain besitzt er noch aus Zeiten, wo er da noch bei PayPal früher war. Und seitdem. Das auch schon mal X hätte heißen sollen. Richtig, genau. Ach so, warum, was hat er mit X? Warum unbedingt X? Ja, weil es schon. Weil er die URL hat. Ja, seine Kinder hat er auch so genannt. Die heißen auch irgendwie X und Y oder so. Das ist so ein Idiot. Aber die. Jetzt mein Account, der heißt doch irgendwie twitter.de/irgendwas, oder? .com/bnx oder ja, genau. /user oder irgendwie sowas. Nee, einfach slash und dann den Namen. Und das kann man doch nicht einfach ändern. Na doch, natürlich. Der Account ist ja quasi nur der Name hinterm. Ich bin jetzt mal auf x.com gegangen. Du bist direkt auf twitter.com weitergeleitet. Genau, das beschäftigt die Welt. Registriere dich jetzt bei Twitter. Ja, genau, selbst das haben sie nicht geschafft. Oben in der Ecke ist dann zwar ein X und aber es heißt halt immer noch Twitter. Also genau, und das Vogelhäuschen, also der Home-Knopf ist auch immer noch das Haus mit dem Loch, also es ist immer noch ein Vogelhäuschen. Also selbst das Icon von Home haben sie nicht geschafft, das Icon durch ein Haus ohne Loch zu ersetzen. Ja, hat er was gegen Vögel oder was soll das? Also, weil das ist ja im Endeffekt, du kaufst extra eine Marke
um sie dann platt zu machen, oder? Ja. Das ist doch seltsam. Also, nee, das ist verblüht. Warum? Ja, genau. Ich meine, dann hätte er es auch nicht kaufen müssen. Dann hätte er einfach sagen können, ich habe jetzt auch so einen Messenger-Dienst, den nenne ich X und alle, die cool sind, kommen zu mir und dann kommt keiner. Und dann ist es halt genauso wie jetzt auch, dass halt alle von Twitter wegrennen. Also ich verstehe es nicht. Also ja, genau. Also ich kann da nichts weiter sagen, als dir zuzustimmen. Das ist genau das Ergebnis, zu dem man kommen muss, wenn man da versucht, logisch drüber nachzudenken. Und vor allem dieses eigentlich freundliche Vögelchen, ja, was ja eigentlich das letzte Freundliche an Twitter überhaupt noch war, jetzt ersetzen durch so ein martialisches schwarzes X, also das ist auch vom Design her so schlecht. Also berät denn niemand? Ich verstehe das nicht. Ja, das ist halt wie mit allen autokratischen Machthabern. Ja, genau. Die irgendwie alle Kritiker, die ihnen noch Kontra geben können, um sich rum entfernen. Mhm. Irgendwann, ja, ihn beraten Leute, ihn beraten halt Ja-Sager, die alles ja, toll finden, was er sagt. Und die, so absurd. Ja, genau. Ja, und der wird dann halt 230 Jahre alt, weil er sich einfach Lebenszeit von anderen kaufen kann. Ja. Ist halt ein Problem. Und jetzt halt erstmal wahrscheinlich da massiv von seinem Geld reinstecken muss, aber als reichster Mann der Erde, gut, auf der anderen Seite, der ist auch nur der reichste Mann der Welt, weil seine Tesla-Aktien so massiv überbewertet sind. Und das ist ja auch Vermögen, was du erstmal nur auf dem Papier hast. Naja, insofern, um das wirklich da rein zu buttern, musst du sie dann schon auch erstmal liquide machen. Mhm. Hat er ja auch schon ein paar Mal gemacht, hat er auch dem Tesla-Aktienkurs jedes Mal nicht besonders gut getan. Ist halt die Frage, wie oft er das noch tun möchte. Ja, vor allem hat er doch dann irgendwann das da nicht mehr das Sagen, oder? Das ist doch das Problem. Du kannst ja nicht unbegrenzt verkaufen, ohne da die Macht zu verlieren. Das ist so unfassbar viel Geld wert. Also das kann er schon noch eine Weile treiben, theoretisch. Aber ja, schon klar. Endlos geht's nicht, logisch. Aber als reichster Mann der Welt auf dem Papier ist da erstmal Substanz noch eine Weile da. Ne? Also es geht ihm jetzt nicht morgen aus. Mhm. Das ist schon geil, wie man so ein Produkt so vor die Wand fahren kann. Das ist wirklich wie so alle Welt dabei zuguckt, gell? Und ja, er es halt einfach irgendwie als Einziger nicht wahrhaben will. Also alle schütteln nur den Kopf. Es gibt ja niemanden, der das gut findet. Also das früher, wenn du bei so einem Computerspiel irgendwie, weiß ich nicht, SimCity oder so, dann hast du eine Stadt aufgebaut und dann gibst du irgendeinen so Cheatcode ein, wo du einfach unendlich Geld hast und dann krachst du einfach Vulkane in deine Stadt und machst alles kaputt und baust aber gleichzeitig auch wieder ganz viele neue Sachen, um einfach Chaos zu generieren. Ich glaube, so ist es halt nur für Milliardäre. Kann sein, ja. Ja, er will die Welt brennen sehen, ja. Und ich glaube, seine kleine Welt. Aber wenn er möchte, soll er vorbeikommen, zünde ich ihm die Haare an, brennt auch alles. Zünde ich ihm die Haare an. Ich hab schon mal jemanden die Haare angezündet. Ich weiß schon, wovon du redest. Das stinkt fürchterlich. Das macht man nicht. Ja, stimmt. Und wenn dann nicht Schwester Luzerna da ist, die mit den Händen die Haare wieder löscht, und Schwester Luzerna weilt nicht mehr unter uns, also überlegt euch, ob ihr das macht. Ja, da muss man aufpassen. So, Christoph, was trinkst du denn? Ach nee, was trinke ich denn? Fällt mir jetzt erst auf, dass der Name total passend ist dann, dass Luzerna das Feuer löschen muss oder sich dem Feuer annehmen muss. Super passend. Ja, Stefan, was trinkst du? Ich habe festgestellt, dass es einen Paradise-Cocktail gibt, bestehend aus Gin, Apricot Brandy und Orangensaft. Zu gleichen Teilen oder irgendwie angenehm gemixt vermutlich. Dann bin ich direkt rausgestürzt, habe mein Apricot Brandy aufgemacht, dran gerochen, mich kurz übergeben und dann entschieden, dass ich doch was anderes trinke. Ah, jetzt habe ich schon aufgeschrieben. Das ist erst die Hinleitung. Zu schnell, zu schnell. Ah, schön, okay. Ja, aber das B kannst du stehen lassen. Mhm. Jetzt habe ich schon durchgestrichen. ich habe dann neben den Apricot Brandy gestanden. Da steht der Dom Benediktin und ich habe mir einfach einen Brandy Benediktin gemacht am Schluss. Mhm. Also B&B. Sehr gut. Ja, aber ich dachte, gut, ja. Apricot Brandy, ja. Und dann das war eine von meinen allerersten Bestellungen, glaube ich. Oh, weil er bei irgendeinem so einem Tiki-ähnlichen irgendwas dabei war. Und ja. B&B ist wirklich ein guter Drink, den muss ich auch mal wieder trinken. B&B ist. Ja, ich habe dann einfach so geguckt, so, ja, okay, jetzt hast du freie Wahl, eine Story hast du. Und
Ja, ich hatte tatsächlich auch erst an Cocktail gedacht. Es hinderte oder es scheiterte dann aber an einer fehlenden Zutat, an der wichtigsten. Denn ich dachte daran, dass Paradise, das in Österreich man ja zu Tomaten Paradeiser sagt, und ein Cocktail mit Tomate wäre eben eine Bloody Mary zum Beispiel oder die Gin-Variante davon. Aber ich habe keinen Tomatensaft hier, also konnte ich das nicht machen. Ganz überraschend, wo du denn sonst doch immer da hast eigentlich. Ja, genau. Also wenn jemand Tomatensaft hat. Red Snapper ist, glaube ich, der mit Gin, gell? Kann sein. Mhm. Hast du nicht genug Tomaten im Garten im Moment? Doch, das hätte eine super Idee, hätte ich machen können, ja. Wir haben tolle Tomaten. Wir haben nämlich neulich zu unserem Hochzeitsjubiläum zwei Tomatenpflanzen geschenkt bekommen, die irgendwie irgendwelche zotigen Namen haben. Habe ich aber vergessen. Es war auf jeden Fall irgendwie zotig. Und die haben sehr gute Tomaten. Wir haben gestern sehr schönes Caprese gestern Abend gegessen, weil mir aufgefallen ist draußen, dass bei dem einen Tomatenstöckchen die Tomaten alle schon reif sind oder viele schon reif sind, aber sie sind grün, deswegen war uns das nicht aufgefallen. Aber ich habe sie ein bisschen angefasst und sie fühlten sich reifer und sie schmecken auch total gut. Cool. Man muss halt darauf achten, welche Farbe die Tomate am Ende haben soll. Wenn man ein Stöckchen hat, wo die reifen Tomaten grün sind, dann muss man auf Zack sein. Ja, das hatte ich auch einmal und kauf das nicht mehr, weil mir das echt zu anstrengend ist. Das ist nicht praktisch. Da muss man immer gucken. So. Ja, genau. Ist die jetzt reif? Ist die von dem oder ist die von dem? Und dann beißt du rein und dann hast du so ein olles, boah, nee. Ja, es ist nicht so praktisch, aber also es ist lecker. Also lieber kräftige Farben. Ich habe eine Paprika, die macht lila Früchte. Das sieht total geil aus. Das ist ein krasser Farbton. Hätte ich immer das Angst, dass sie super scharf sind, aber hängt, glaube ich, nicht miteinander zusammen. Die schmecken, ja, aber geschmacklich schmecken die wirklich wie so diesen Chili, aber sind halt nicht scharf. Ganz mild, wie Paprika. Also sie schmecken halt nicht so, wie Paprika schmeckt, also Paprika-mäßig, sondern ich hatte mal so lila Chili-Geschmack. Die waren aber auch lecker. Ja. War nicht zu scharf. Na gut. Bloody Mary mit Tequila finde ich noch besser. Heißt dann wie heißt das? Bloody Maria. Heißt das wirklich so? So sagt es der Default Guide, ja, von daher. Ah, okay. Ja, okay, auch gut. Haben wir mal oder dann direkt irgendwann mal massiv immer morgens getrunken. So als erstes. Ich kann mich nur an Red Snapper erinnern. Ja, das war, glaube ich, ein Jahr vorher. Und im nächsten Jahr war es dann Bloody Marias. Nun ja, wir haben noch eine weitere Folge von Black Mirror geschaut. Und zwar Staffel 1, Folge 2, Das Leben als Spiel. Ja. Genau. Wer möchte zusammenfassen? Du. Kann ich tun. Machst du, Bob? Kann ich, ja, oder, gerne. Ja, dann mach du. Mhm. Ja, also wir lernen einen Protagonisten kennen, der in einer, ja, wie soll man sagen, in einer Zelle wohnt, die aus Bildschirmen besteht. Da ist ein Bett drin und relativ schnell sehen wir, wie sein Leben so verläuft. Sein täglich Brot ist, dass er auf ein Fahrrad steigen muss, um scheinbar Energie zu erzeugen. Und dabei steht es ihm frei, irgendwelche komischen Medienangebote zu konsumieren, sei es irgendwie Pornos oder Computerspiele oder sowas in der Art. Und seine Freizeit mit super schlechter Grafik. Genau, seine Freizeit verbringt er dann mehr oder weniger, also er hat noch so ein bisschen Sozialkontakt zu anderen von diesen energieerzeugenden Fahrradfahrern. Oder besser gesagt, wie nennt man so Fahrräder im Gym? So Spinning? Nee, wie heißt denn das? Ja, doch, Spinning Bike, ja. Ja, genau, also so diese Heimtrainer, sagte man früher. Mhm. Ein bisschen Sozialkontakte gibt es irgendwie in der Mittagspause in so einer Art Mensa-artigem Raum und danach ist aber relativ schnell, also er scheint keine Freizeit in dem Sinne zu haben, sondern es scheint danach dann einfach wieder zurück in diese Glaszelle zu gehen, wo wir dann auch sehen, dass er gezwungen ist, gewisse Medienangebote wahrzunehmen und für alles, was er so macht, in Sachen Fahrradfahren, kriegt er Credits und die braucht er dann aber wieder zum Beispiel, um das Wahrnehmen von Werbung oder so zu skippen. Das kostet dann wieder Credits. Also du wirst gezwungen, das zu gucken. Und wenn du es nicht gucken möchtest, dann musst du dafür bezahlen. Und das ist das System relativ rigoros. Und dann entwickelt sich... Das mache ich mit YouTube jetzt schon so. Ja, ich wollte es ja... Ja, das ist halt wieder Black Mirror. Da ist halt
das ist, wirkt unheimlich dystopisch und unheimlich nach Zukunft, aber ist es halt nicht. Ist bei YouTube ja auch so, wenn du dann irgendwie ein anderes Fenster aufmachst und denkst, dass die Werbung läuft im Hintergrund, tut sie halt nicht. Und ich meine, du musst jetzt nicht hingucken. Es ist nicht so, dass es guckt, wo, ob deine Augen da hingucken. In Black Mirror halt, in Black Mirror eben schon, genau. Ist in der Realität halt noch nicht so. Ist ja bedenkbar, durchaus. Und wenn du es nicht sehen willst, musst du bezahlen, gell? Also was, Stefan, du machst das ja, glaube ich, gell? Wir machen das alle. Ach, ihr macht das beide, ja? Nein, ich habe kein YouTube Premium, aber du machst das auch. Denn du hast bei Netflix auch nicht den Free-Account mit der Werbung, sondern den... Stimmt, bei Netflix mache ich es, ja. Ja, genau, bei Netflix mache ich es, ja. Mhm. Ja, und also es geht dann noch weiter. Es geht dann natürlich eine Frage, wie kann man daraus ausbrechen? Und es gibt solche Talent-Shows in dieser Welt. Das müssen wir jetzt auch nicht spoilern, aber es entsteht eine kleine sanfte Liebesgeschichte in der Mittagspause und später sehen wir die Teilnahme an diesen Talent-Shows und was mit den Leuten passiert, die daran teilnehmen und was scheinbar so ein bisschen, also so wird uns das zumindest erzählt, der einzige Weg zu sein scheint, wie du, also die Karotte, die dir hingehalten wird, wie du aus dem Hamsterrad beziehungsweise aus dem Heimtrainerrad ausbrechen kannst. Genau. Und dass es halt nur ein scheinbares Ausbrechen ist. Du hast halt keine Chance, wenn du im Hamsterrad bist. Und da sind wir bei der Kritik, die Jan letzte Woche geäußert hat. Es ist eben dystopisch, eben auch was das Menschenbild angeht. Du hast keine Chance. Also die Welt ist böse, die Menschen sind böse und oder Opfer oder dann vielleicht sogar beides. Gell? Ja. Ohne, also ja, ist jetzt schwierig. Wollen wir das spoilern oder nicht? Oder nee. Also die nicht zu sehr. Die schlussendliche Frage ist ja, also ist am Ende ich sag's jetzt vorsichtig, ist er ja nicht mehr im Hamsterrad, so, ja. Mhm. Aber er ist nicht ebenbürtig mit beispielsweise Judge sowieso aus dieser Talentshow, scheinbar. Also wir sehen aber nicht, wie Judge sowieso außerhalb seiner Arbeit lebt. Ob der danach auch in eine Glaszelle gesperrt wird oder nicht. Das heißt, die Frage, ob es wirklich Leute noch in dieser Gesellschaft gibt, die reich und frei sind und machen können, was sie wollen. Und einen Garten haben. Das wird nicht beantwortet. Aber wir sehen ja andere Leute, die nicht mehr Fahrrad fahren müssen und denen es scheinbar gut geht. Die haben ein Luxus-Apartment und können auf den See gucken, virtuell. Glas wieder ist ein Bildschirm. Ja, genau. Aber immerhin müssen sie nicht mehr größere Bildschirme. Wraith Girls Porn Zwangsdings. Das ist irgendwie immer, wenn er irgendwie anscheinbar, das muss auch so ein bisschen wie Gedankenkontrolle oder so, immer wenn er mit Frauen interagiert hat und irgendwie quasi so ein bisschen vielleicht den Anflug von Horniness hatte oder so, kam sofort diese Porno-Werbung und wollte ihm Porno reindrücken. Das wurde nicht erklärt, ob das... Ja, vor allem, was die, die mit ihm geflirtet hat, ja auch gesehen hat, dass er das gerade reingedrückt kriegt. Ja. Herrlich. Das war... Also es hatte, wie immer, McMurray so nette Idee, lässt aber viele Fragen offen. Ja, und schon auch schmerzhaft nah an unserer Realität, gell? Ja. Weil es halt so deutlich üble Dystopie war, unentrinnbare, aber doch eben in Einzelaspekten sehr nah an unserer Realität dran ist, was es halt dann immer sehr unangenehm macht. Ja. Ich habe ja, seit ich kein lineares Fernsehen mehr gucke, versuche ich mich ja massiv der Werbung zu entziehen. Und weil mir auch klar ist, dass dieses psychologische Phänomen, dass du Werbung nicht wahrnehmen, aber irgendwie intellektuell ablehnen kannst, sondern wenn du sie wahrnimmst, dann wirkt sie auch. Da kannst du nichts gegen tun, egal wie du versuchst, da drüber zu stehen. Das ist irgendwie scheinbar mehrfach schon untersucht worden und mehr oder weniger bewiesen. Also da kannst du nicht dich drüber intellektualisieren, dass du jetzt das guckst. Also versuche ich, die Wahrnehmung zu unterbinden. Und ich kann mich noch nicht durchringen, 15 Euro im Monat für YouTube Premium auszugeben. Also muss ich hin und wieder noch Werbung ertragen. Aber ich versuche dann halt auch, so ähnlich wie er das in dieser Sendung, in dieser Folge macht, wirklich die Wahrnehmung zu unterbinden, indem ich den Ton ausdrehe und meine Hand über mein Display von meinem Handy halte
sodass nur noch die untere rechte Ecke, wo dieser Countdown runterzählt oder wo ich halt sehe, ob die Werbung jetzt zu Ende ist, einfach mal in der Hand drüber halte. Das ist wie so ein Spleen, den ich mir angewöhnt habe. Und ist wahrscheinlich auch so ein bisschen manisch mittlerweile. Aber ich versuche wirklich zu unterbinden, dass ich mitkriege, für was da Werbung gemacht wird oder was mir da überhaupt erzählt werden will. Ich will das nicht, mein Hirn soll das nicht aufnehmen. Ja, und, wahrscheinlich gut. Und dann halte ich die Hand da so drüber und sehe nur noch die untere rechte Ecke und entweder ist es so ein Ad, was man nach 5 Sekunden skippen kann, dann kann ich da unten in der rechten Ecke drücken und es reicht dann auch, um danach wieder das Control Center zu holen und die Lautstärke wieder hochzudrehen, weil den Ton will ich ja auch nicht hören. Dann fehlen mir halt so der Ton von den ersten 2 Sekunden von dem Video, bis ich die Lautstärke da wieder gefunden habe. Aber das ist... Es ist wie so eine Angewohnheit, die ich mir so, wahrscheinlich ist es, weiß nicht, müssen wir mal mit Psychologen drüber reden, aber das habe ich mir so antrainiert und das mache ich jetzt halt immer und deshalb, ich weiß wirklich nicht, für was da Werbung gemacht wird, weil ich da religiös drauf achte, das nicht mitkriegen zu wollen ist. Judge me. Nee, ist gut, finde ich gut. Ich merke manchmal, wenn ich mit meinen Kindern irgendwas schaue, wo Werbung ist, also sei es jetzt YouTube oder RTL Plus, wo ja auch ein Werbespot kommt, die Kinder kapieren gar nicht so richtig, was das bedeutet. Die sagen dann, nee, mach das weg, mach weiter. Wo ich sage, nee, wir müssen das jetzt schauen, es tut mir leid. Ja, aber das ist nicht interessant. Ich sage, ja, ich weiß. Ja. Also das ist schon eine andere Generation, gell? Die schon weniger Werbung, mit weniger Werbung oder mit anderer Werbung halt aufwächst. Weil wir wahrscheinlich in der Position sind, sie davor zu bewahren. Und die Frage ist, wie lange wir das noch können. Genau. Weil klar, ich würde auch wahrscheinlich in dem Augenblick, wo meine Kinder anfangen, YouTube zu gucken, würde ich YouTube Premium Family kaufen, um ihnen das wegzukaufen, um sie einfach dem nicht auszusetzen. Ja, aber ich habe bei meinem Sohn das Problem mit Duolingo, das ist, weil da ist ja Werbung drin, ja? Bei mir nicht. Ja, bei dir nicht. Ja, da habe ich das Geld ausgegeben. Aber das ist halt auch eine privilegierte Position, gell? Das muss man sich halt auch leisten können, in all diesen Angeboten da überall Geld reinzuschmeißen, um die Werbung wegzukaufen. Und es ist genau das, was diese Folge uns erzählt hier. Also, wenn du 15 Millionen Credits zusammenkriegst, dann kannst du wegkaufen und wenn du die nicht mehr hast, dann kannst du halt nicht. Genau. Und dann musst du halt nicht. Dann legst du deinen Kopf gegen die Glasscheibe, weil du gezwungen wirst, irgendwie Pornos anzugucken mit Inhalten, die du wirklich nicht sehen willst. Ja, genau. Ja gut, aber ich meine, was halt die Kehrseite ist, ist, dass unsere Kinder halt auch keine, oder da eine gewisse Medienkompetenz abhanden geht, gell? Genau, ja, das die wir halt schon haben. Sagen. Genau. Also, wo ich dann schon bei meinem Sohn auch mal gesehen habe, bei Duolingo, dass der dann halt nicht den Werbespot wegdrückt und ich gesagt habe, du, das ist Werbung, kannst du wegdrücken. Ja, aber das sieht interessant aus. Und ich gesagt, nee, das ist Werbung, das drückst du weg. Was halt für uns, die wir halt mit immer Halbzeitwerbung in jeder, Nachmittagsserie aufgewachsen sind, klar war so, okay, das ist jetzt der Zeitpunkt, wo wir geistig ausschalten und was halt Quatsch ist. Ja, aber auch nicht. Was natürlich trotzdem irgendwie, wie du gesagt hast, auf uns gewirkt hat, klar. Ja, wir können immer noch Die Jingles von damals mitsingen und so weiter. Also genau, alles. Pizza für Jonas Wagner. So, ja klar, kaum sehe ich hier und singe, kommen Sie von nah und fern. Ja, genau, wir können das alles noch, klar. Hat schon irgendwie gewirkt, aber uns war klar, dass das Werbung ist. Und damit wächst unsere Kindergeneration jetzt auf, dass sie in dem Alter das noch nicht lernen, was Werbung überhaupt ist. Also meine Tochter, was soll das? Mach das weg. Also, ja, total. Ja. Ich habe es meiner Tochter immer versucht zu erklären, wenn mal wieder sich irgendjemand, man hat ja auch so ein keine Werbung, keine kostenlosen Zeitungen, Zettel draußen am Briefkasten. Mhm. Also nicht alle. Bei uns haben tatsächlich Leute auch hier im Haus einen Zettel dran, Werbung, ja bitte. Ich war so, what? Was ist denn mit dir falsch? Solche Leute kriegen die dann doppelt so viel? Ich habe keine Ahnung. Den Rewe-Prospekt angucken, was sie jetzt nächste Woche günstig einkaufen können. Den gibt es doch nicht mehr. Dafür. Den Rewe hat Rewe gibt den Prospekt dann Aldi oder sonst irgendwas. Aldi schaut meine Frau ja an, was nicht dazu führt, dass wir bei Aldi einkaufen. Ich weiß nicht so genau, warum sie das macht, aber ich glaube, ich habe mal gehört, dass die Projekte anschauen, das ist
da wird eine ähnlicher Teil im Hirn belohnt, wie wenn man es kaufen würde. Also allein die Vorstellung, dass man irgendwie konsumiert, schüttet irgendwelche Absolut. Hormone im Hirn Absolut. Aus. Absolut, das mache ich halt auf Webseiten, klar. Also wie oft klicke ich mich durch irgendwelche Technikprodukte, die ich am Ende nie kaufe. Ja. Aber es bereitet mir Vergnügen, die einfach anzuschauen und mir zu überlegen, dass ich die kaufen könnte. Ein Prospekt von etwas anzuschauen, wo man gar nicht einkaufen geht, das ist schon ein bisschen komisch, aber ja. Macht meine den Frau. Prospekt genau. oder digital? Ah nee, digital nicht. Nee, den Prospekt, nee, digital, meine Frau. Nee. Meine Frau guckt sich die ganzen Prospekte immer digital an. So, ja, nächste Woche gehe ich zum Aldi. Ah, okay, was gibt's denn? Ja, das und das. Okay, gut, dann geh du mal. Und macht sie das auch? Ja, ja. Also gerade für so Sachen, die wir viel, also hier, wir trinken jetzt Hafermilch in unseren Kaffee zum Beispiel und haben da doch einen recht hohen Durchsatz, da lohnt es sich halt dann auch mal zum Aldi zu gehen und das Angebot zu kaufen, weil es irgendwie 60 oder 80 Cent weniger kostet. Mhm. Und weiß nicht, wenn du dann gleich 24 oder 30 Kartons kaufst. Gott, was bringt der? Ja, brauchen halt einen pro Tag. Das kannst also, du oder nur beim Aldi machen, weil die beim Aldi nicht die Kartons kaputt schneiden. Das machen, machen die beim Rewe immer und bei Dents und überall und wie die Kartons kaputt schneiden? Ja, die stellen, die nehmen die Kartons vorne aufschneiden, dass du da besser rausnehmen kannst. Genau. Beim Alnatura machen sie das auch, aber nur bei den oberen. Das heißt, du kippst den oberen irgendwie zur Seite um, versehentlich in den Gang oder so und dann kannst du den Rest rausräumen. Also früher hatten wir die Milch von da da habe ich das immer so gemacht. So. Ja, und das nervt wie erstmal wegräumen und dann kannst du restliche Kartons irgendwie 60 Minuten in den Schlag kaufen. Musst du erstmal den ganzen scheiß Laden umschichten und irgendwie, wie du sagst, Unordnung umräumen ohne Ende. Und beim Kaufland steht die Biomilch in dem Regal, ich bin über 1,80 groß, die steht für mich über Kopfhöhe. Wow. Und dann räumst du da oben irgendwie diesen angeschnittenen Karton, weil natürlich jemand, der irgendwie 1,65 groß ist, wenn die den nicht aufschneiden würden, den Karton, und man das Ding nach oben rausziehen müsste, da würde ich mich ja schon schwer tun. Das geht dann für kleinere Leute nicht mehr. Insofern, und dann muss ich von da oben irgendwie versuchen, an den zweiten Karton dahinter zu kommen. Das ist Strafarbeit irgendwie. Aber teilweise hier in Frankfurt ist in ganz vielen Supermärkten, in denen ich im Moment unterwegs bin, die 3,8% Milch, ob jetzt Bio oder nicht, einfach immer ausverkauft. Ich kriege die nicht. Teilweise. Es ist, oder 3,5, also die Vollfettmilch. Kriegst du nicht. Ist irgendwie, weiß nicht, DDR-Wochen, seit Monaten schon. Worüber ich mich freue, ist, wenn man extra so Gebinde, so wie ihr das gerade dargestellt habt, kauft, weil sie eben praktisch verschlossen sind und eben man sie gut transportieren kann. Und dann an der Kasse die Frau mit dem Kommentar, ich brauche da eins, um es einzuscannen, das aufreißt und eins raus soll. Oh, ja, nicht genau. Dein Ernst. Ja, deshalb muss man das immer im Wagen selber eins rausnehmen. Also so, dass es nicht den Karton zerstört. Und das aufs Band legen und dann sagen irgendwie, hier, ich habe da 12 von. Aber ja, genau. die gar nicht mit ihren Griffelfingern da an das Ding lassen. Ja. Ach ja, muss jetzt trotzdem nochmal zurück zum Film kommen, oder? Zu welchem Film? Ja. Ach ja, zu das Leben als Spiel. Leben als Spiel. Erzähl mal. Ja, ich hatte das Problem, dass ich, wie beim anderen Film auch schon, im Hinterkopf den Christoph hatte, boah, bei Black Mirror, da hätten die das viel kürzer erzählt. Ich fand, das war zu lang. Ja, die war zu lang. Es zog sich 1:07. Das hätte man in 40 Minuten erzählen können. In 40 Minuten war alles, hätte genau die gleiche Story, aber ich hätte mich nicht so lange da rumöden müssen und ihm zugucken müssen, wie er jetzt nach da läuft und Debri nach unten guckt und der Typ nebendran sich einen runterholt, dann er wieder diese gelbe Frau beschimpft und dann nochmal die gelbe Frau beschimpft und dann nochmal im Kreis. Ich fand es zu lang. Weil es halt diese Hamsterrad Genervtheit auf den Zuschauer übertragen hat. Man hatte selber das Gefühl, oh, ich komme hier nicht raus. Es ist öde und ätzend. Und also ich fand, das hat es gerade gut übertragen. Ich hatte die gestern Abend bis zur Hälfte geguckt und heute musste ich jetzt kurz vor der Aufnahme noch schnell versuchen, die fertig zu kriegen.
und habe zum ersten Mal seit immer bei Netflix die Funktion benutzt, dass man schneller als einfach abspielt. Mache ich ja bei Podcasts immer, aber bei Film-Content oder Serien eigentlich nie. Das geht auch am Apple TV gar nicht. Normalerweise schaue ich immer alles am Apple TV. Und jetzt habe ich eben beim Kinder zu Bett bringen das Ding zu Ende geguckt und die Uhr lief schon runter, dass es gleich bald 9 sein würde. Und da hatte ich genau denselben Gedanken. Ich habe das angeguckt und habe gedacht, naja, also es ist jetzt eigentlich absehbar, was passieren wird. Mal gucken, was dann noch der Twist am Schluss ist, den ich nicht kommen sehen soll. Und dann tippe ich so an und denke mir, wie, ich bin gerade mal bei der Hälfte. Das kann nicht sein. Das ist noch viel zu lang und es ist doch also schon so viel hinmeandert. Das muss doch jetzt mal Fahrt aufnehmen. Und dann habe ich irgendwie auf 1,25 und dann irgendwann auf 1,5 und dann dachte ich so, das reicht nicht mehr. Viel zu lang, dieses Ding. Also vielleicht war es gut, dass wir um eine halbe Stunde nach hinten verschoben haben. Ja, ich hab's noch geschafft. Ich wäre um 9 fertig gewesen, aber nur unter Speed-Up und weil ich halt auch vollkommen so aus dem Bauchgefühl, wie lange das noch gehen dürfte und sollte, wie weit wir in der Geschichte sind, war da einfach noch zu viel Zeit hinten dran übrig. Und da ist dann auch nicht mehr so wahnsinnig viel passiert. Aber die Beleidigung von der Singfrau, die immer gesagt hat, dass sie drankommen will, dass sie singen wollte, wie der Judge sie am Schluss runtergemeint hat, das war schon unterhaltsam lustig. Bisschen sehr gemein ihr gegenüber, aber sehr lustig. Total menschenverachtend, ja, aber... Aber die... Aber ich mochte die irgendwie mit ihrem krassen Schottisch und die war immer so herrlich vulgär. Aber was haben die immer getrunken? Was mussten die trinken? Das war halt so eine Gedankenkontrollenscheiß, dass sie halt nicht ausrasten und nicht, dass sie halt alles mit sich machen lassen. Ja, ne? Es hieß ja auch Compliance, was sie da trinken sollten. Ja. Und, genau. Unser Protagonist, will ich also nicht spoilern, aber egal. Aber die am Schluss, die Sängerin, die macht ja, das komisch, kaputt. Gell? Die trinkt es und die rastet trotzdem aus. Die hat einfach so viel Druck auf der Kanne. Rage auf dem Kessel, ja. Da reicht eine Dose Compliance nicht. Ja, die war doch auch, habe ich das richtig verstanden, irgendwie monatelang in dieser Zwischenphase, ja, oder? Ja. Weil die war ja nicht zwischendrin rangekommen. Also das war auch so eine Sache, wie der dann diese, einfach dadurch, dass er nichts mehr für irgendwie kein unsinniges Geld mehr ausgibt, 15 Millionen Dinger wieder sich erwirtschaftet, das fand ich nicht so ganz schlüssig. Weil eigentlich klang das ja so, als wäre das eine nicht zu erreichende Menge von Geld. Ja gut, aber da sind ja ständig Leute, also muss ja irgendwie gehen. Ja, das stimmt. Der Testraum war ja voll und sein Bruder hatte das ja auch irgendwie geschafft. Also ja, stimmt, okay, ja. Also es muss schon irgendwie gehen, sonst... Das heißt, der Film würde dann eigentlich auch sagen, wenn wir nicht so viel Geld für Unsinn ausgeben würden, dann wären wir alle Millionäre. Schon, oder? Muss einfach fit sein wie ein Turnschuh, dann geht das schon. Genau. Also mit dem Radfahren Millionär zu werden, das schaffen nicht viele, glaube ich. Wenn du nicht so viel Geld für keine Pornos gucken ausgibst. Ja, also du hast ja beim letzten Mal gesagt, es war eine schlechte Idee, diese Schweinefolge an Anfang zu nehmen, aber ich hätte, glaube ich, nach der hätte ich auch nicht weitergeguckt. Ich hab das Gefühl, du wirst kein Fan von Black Mirror. Ist schade. Stefan und Serien abbrechen ist eh ein eigenes Thema. Also. Was da passieren muss, dass Ted Lasso das geschafft hat und The Bear. Ted Lasso habe ich noch nicht fertig. The Bear habe ich nur fertig geguckt, weil du mich so unter Druck gesetzt hast, sonst hätte ich es, glaube ich, jetzt ausschleifen lassen. Was schade wäre. Du meinst heute bei Be Real oder was? Gestern, ja. Oder was gestern, ja. Ja, gestern. So gelästert haben. Heute war Stau. Ach ja, heute war Stau, stimmt. Ich habe 2 Stunden nach Hause gebraucht von Bad Homburg. Was war denn da los? Urlaubsverkehr oder was? Zwischen Nordwestkreuz und Westkreuz hat so ein Baumstämmetransporter seine Last mal auf die Autobahn geworfen. Oh, meine Destination. Dann haben sie alle auf die A66 geleitet und irgendwie... Ich weiß nicht, was sie gemacht haben, aber die ganz links durften bis vorne hinfahren und sind dann reingefahren und die ganz rechts sind halt einfach gar nicht vorangekommen. Ich stand bestimmt eine halbe, dreiviertel Stunde ganz rechts, bis dann irgendwie sich eine Lücke aufgetan hat. Dann habe ich mich nach ganz links durchgedrückt, bin nach vorne gefahren und allen, das ist natürlich auch nicht so schön, aber ich hatte einfach keine Lust mehr zu warten. Aber ja, du hattest ja auch genug gewartet. Also du hattest ja das Recht, dann auch mal vorne zu sein. Ja, also das war irgendwie schon ziemlich shitty. Weil vorne fuhr es dann so, aber die rechte Spur kam halt irgendwie nicht richtig voran. Ja, das war. Da habe ich mich auch dummerweise falsch einsortiert. So ganz brav, ja, ich werde da vorne rechts abbiegen und wenn da irgendwo
gesperrt ist, dann wollen die Links ja weiterfahren und dann drehe ich, wie die Links alle fahren und fahren und fahren und ja, shit. Ja, war ich nach 2 Stunden zu Hause. Für eine Strecke, für die ich sonst in Ferien wahrscheinlich 22 Minuten brauche. Boah, sehr ätzend. Ja, fürchterlich. Aber so habe ich viel Podcast gehört, auch ganz gut. ja, möchtet ihr noch was abschließend zu Black Mirror sagen? Ich finde die Folge nicht so schlecht. Ich finde, das ist natürlich ultra dystopisch und so und schon auch mit dem Holzhammer auf unsere Zeit angepasst, aber ich finde es keine so schlechte Folge. Ich bin natürlich gespannt, wie du die nächste Folge finden wirst. Die 3. Folge der 1. Staffel, deren Titel ich gerade vergessen habe. Das ist schon der Abschluss der Staffel, oder? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, es sind 5 Folgen, oder? Nee, in der IMDb sind es 3. Ah, okay, dann ist es nur. Okay, ja, das ist ja bei Black Mirror völlig egal. Das hängt ja nicht miteinander zusammen. Nicht so stark jedenfalls. Das transparente Ich heißt es, glaube ich, wenn ich es recht in Erinnerung habe. The Entire History of You steht hier in der IMDb. Ich hoffe, wir reden über die gleiche Folge. Ja. Das hoffe ich auch. Okay. Ja, redet ihr. Sehr gut. Also die schauen wir dann nächste Woche. Auf nächste Woche. Bob, du kannst noch sagen, hast du einen Abschluss noch? Ja. Zu lang. Zu lang, aber insgesamt schon gut. Also, hätte ein bisschen schneller zum Punkt kommen können, aber schon interessante Links. Und was ihr letzte Woche Christoph, euch ja so ein bisschen in ein Streitgespräch verwickelt darüber, ob das jetzt zulässig ist sozusagen, dass das Ding sich so auf einen Punkt fixiert und ich verstehe Jan schon, was er meint, dass die Leute dann ab diesem Punkt, auf den sich's fixiert, dann durchaus menschlich handeln dürfen. Aber ich finde die Idee, so ein Thema zu nehmen und zu sagen, das treiben wir jetzt mal aufs Extrem und dann gucken wir mal, wo das hinführt. Den Worst Case zeigen wir jetzt. Genau. Und dass jetzt dann nicht dann irgendwie Zeit darauf verwendet wird, jeden Einzelnen, so, das hätte man doch auch so dann wieder noch zu erklären. So, da bin ich schon irgendwie bei dir, aber ich verstehe schon auch, wenn es dann am Ende irgendwie muss es ja ausgehen, irgendwie müssen die Personen ja handeln. Und wenn sie nicht menschlich handeln, ist natürlich auch falsch. Aber diese Ideen, das schätze ich schon an Black Mirror. Und das war ja auch bei Love, Death, Robots teilweise genauso. Wo auch so immer eine so eine Kernidee, zumindest hinter den besseren Folgen, steckte. Mhm. Und dann geschaut wurde, so wie, wo rennen wir jetzt damit oder wo treibt uns das hin, wenn wir damit losrennen. Und ja, so ist es halt bei Kurzfilmen. Gell? Da macht man halt nicht so ein riesiges Worldbuilding, sondern man überlegt sich, eine Idee durchzudeklinieren. Genau, wobei das ja hier keine Kurzfilme sind. Also natürlich, ja, technisch gesehen. Ich weiß schon. So, ja. Aber so Kurzfilm, 12 Minuten ist nochmal ein anderes erzählerisches Business. Zwischen Kurzfilm und Langfilm, gell? Ja, stimmt. Aber es ist eher ein Kurzfilm als eine Serienepisode. Also ja, eine Serie ist es halt nicht. Ja. Aber ich finde, es ist schon eher fast ein Spielfilm. So teilweise, wenn sie eine Stunde lang sind, dann ist da ja nicht mehr so viel dazwischen. Ja. Gut. Nächster Tagesordnungspunkt ist der Bär, glaube ich. The Bear, ja. Right. Ja, dann erzähl doch mal. Es geht ums Kochen, ne? So viel weiß ich noch. Ja, Chef. Ja, Chef. Boah, das hat mich so genervt. Scheint aber nicht so unrealistisch zu sein, weil es ja überall so gezeigt wird. Ja, kann sein. Genau. Also es, trotzdem geht es wird doch überall gezeigt, dass man in Treibsand untergeht. Also von daher. Stefan, erzähl doch erstmal, was es geht, Stefan. Genau, es geht um ein Restaurant in Chicago, The Beef of Chicagoland heißt es, glaube ich, dessen Besitzer nicht mehr lebt. Sich das Leben genommen hat? Ja, oder sich das Leben genommen hat, genau. Und das Restaurant wird jetzt von seinem Bruder geführt, der früher in der Sterneküche gearbeitet hat. Also irgendwie im Noma und so wirklich bei den ganz, ganz großen Restaurants. Und der kommt jetzt zurück und hat halt da irgendwie so einen Haufen semi-professionelle Köche vor sich und versucht da halt mal ein bisschen Dampf in den Laden zu kriegen und irgendwie. Das ist schon auch eher ein Imbiss, gell? Also es ist kein Restaurant im engeren Sinne. Ja, also so ein
Mittagessen und Abendessen Laden, wo du dir das holen kannst oder dich halt irgendwo an so einen schäbigen Tisch setzen kannst und dir das Essen gerade reinhaust. Also ist nicht Restaurant mit Kerze und Tischdecke und so ein Kram. Ja, und versucht das Ding wieder zum Laufen zu kriegen, entgegen aller Schwierigkeiten. Und ja, wir lernen so seine Crew kennen, also seine Mitarbeiter, eine neue Kollegin, die seinetwegen da überhaupt angeheuert hat, also die gehört hat, er macht das jetzt und gesagt hat, da will ich hin, ich will zu dem. Und der Rest ist halt quasi aus dem Team von seinem Bruder und einen Typen, den sie Cousin nennen, der aber, glaube ich, nur irgendwie ein Freund ist. Das löst sich nicht so ganz auf, meiner Ansicht nach. Der auch nicht immer das Beste für das Restaurant möchte, um das mal vorsichtig zu formulieren. Oder vielleicht eine andere Ansicht fährt als der Chef. Genau. Und wir sehen viel, also wir sehen ganz viel so Backstage-Restaurant, Küche, Anschreien. Es wird nur geschrien in der ganzen Serie. Also so Momente, wo sie mal draußen sitzen und sich ruhig miteinander unterhalten, sind halt ganz selten und mal so eine Erholungspause, wo man mal kurz durchatmen kann und dann geht's wieder zurück und es wird sich halt angebrüllt und nein, das jetzt und die Kartoffeln hier und das und mach das und behind. Genau, hinter dir, Kurve. Ja, irgendwelche komischen Regeln. Ja, also die vermutlich in so einer Sterneküche so sein müssen und wenn sich da auch jeder dran hält und genau weiß, was das bedeutet. Ja, vor allem, wenn die so eng ist, ist halt unheimlich wenig Raum. Ja, genau. Die strempeln sich im Endeffekt die ganze Zeit an, gegenseitig. Ja, ich habe ja eine Zeit lang unten hier in der Stadt in der Ober gearbeitet und da war es ja hinterm Tresen auch sehr eng und da habe ich mit einem Kollegen, haben wir eigentlich immer, wenn wir da zusammengearbeitet, also es ging auch irgendwie nur mit ihm, haben wir fast immer so, dass man sich gerade so ein bisschen immer berührt hat. Also dass du immer wusstest, wo der andere war und dann konntest du so ganz gut umeinander rumtanzen. Aber sonst hätte man auch irgendwelche Kommandos brüllen müssen oder leise sagen, weil es war ja nicht so groß. Ja, und ich glaube, in der Bar sich so benehmen, wie die sich in den geschlossenen Räumen der Küche benehmen, das geht halt auch mit den Gästen nicht, ne? Ja, wobei zum Teil ufert das dann auch ins Restaurant aus, gell, wo die sich dann draußen anbrüllen und so. Auch grob geschäftsschädigend. Also, ja, das war sehr unangenehm. Es war super unangenehm. Also es war sehr unangenehm in dieser Serie, fand ich. Aber gut, es hat auch nicht meine Welt, gell? Also, ja. Also ich fand einmal dieses dauernde Chefgedönse, dass die sich alle gegenseitig Chef nennen, um eben zu betonen, dass sie eigentlich betonen die damit ja nur, dass sie Köche sind, gell? Er sagt ja im Endeffekt einmal, dass es irgendwie um Respekt gehen würde, bla bla bla. Ich fand's komisch aufgesetzt und nervig. Hast du das auf Deutsch oder auf Englisch geguckt? Ich habe es die meiste Zeit auf Deutsch geschaut. Ich habe es zum Teil auch auf Englisch geschaut, aber mit meiner Frau habe ich es halt auf Deutsch geschaut. Aber ich habe es auch schon auf Englisch geschaut, um zu gucken, wie es da wirkt und ob die da eben auch Chef sagen. Und eigentlich fand es nicht so anders, ob man es auf Deutsch oder auf Englisch schaut. Ich fand halt die Spanierin, wie haben sie die denn übersetzt? Weil die hat eben nicht Chef, sondern Jeff gesagt die ganze Zeit. Ja, hey, Jeff. Nee, das war auf Deutsch auch so, ja. Ja, ja. Das war so gut. Die Spanierin, da sind wir bei meinem nächsten Punkt, beim Cousin und der Spanierin. Ich habe halt häufig wirklich ärgerlich den Fernseher angebrüllt, weil ich gesagt habe, schmeiß sie doch raus oder schmeiß diesen Wichser raus. Ja, weil die haben halt grob geschäftsschädigend agiert, wo ich mir dachte so, warum schmeißen sie die nicht einfach raus? Also dieser Cousin, ja okay, das ist halt ein alter Freund aus der Jugend, ist halt schwierig, aber am Ende war der so massiv geschäftsschädigend die meiste Zeit oder geschäftsgefährdend ja sogar, dass man ihn einfach hätte rauswerfen müssen. Und die Spanierin genauso, also wie die Spanierin, der Nachwuchsköchin, die ja eigentlich ihre Chefin ist, Sydney, das Essen versaut absichtlich, ja, und damit ja auch quasi den Abend riskiert fürs ganze Unternehmen, einem Unternehmen, dem es ultra schlecht geht, pekuniär, also ich finde, dafür hätte man es rauswerfen müssen, also es war einfach untragbar, also sowas von illoyal, einfach weil sie halt zickig war, oder nicht akzeptieren wollte, dass halt ihre Chefin jetzt eine Jüngere ist, die neu ins Unternehmen reingekommen ist,
und halt manches anders machen will, weil sie halt mehr Ahnung hat von der Sache. Genau, und die halt mit dem Chef die gleiche Sprache spricht. Also ich finde, das ja, hat man genau. so richtig gut gemerkt. Ja, und die betriebswirtschaftlich denkt als eine der wenigen. Ja, total. Also er fast noch mehr als ihr Chef. Ja, total, total. Die war die betriebswirtschaftlich, so, was total nötig war bei diesem Unternehmen, was eben kurz vor dem Bankrott oder eigentlich schon jenseits des Bankrotts stand. Wo ich mir auch dachte, so, ey, viel mehr aufräumen da, viel mehr aufräumen, Leute rauswerfen, einfach ein Exempel statuieren. Also der hat sich da halt auch wirklich auf der Nase rumtanzen lassen. Jetzt mal hier. Achtung, sprachliches ja. Bild beim Kochen, Butter bei die Fische. was ich noch nicht raushöre, ist das jetzt eine gute Serie? Also lohnt sich das, das zu gucken? Ja. Oder ja, regt die Aufregung über das, was die da machen, auch eine Aufregung darüber, dass was die Serie euch da zeigt und euch nervt damit? Die Serie ist schon gut. Die ist schon gut gemacht. Die zeigt wahrscheinlich ein realistisches Bild. Aber das ist gerade das Problem, weil das halt eine Welt ist, in der ich nicht sein will. Eine Welt und eine Situation, in der ich nicht sein will, weil es ja nicht nur einfach nur, das ist ja nicht Sterneküche, sondern es ist auch einfach noch extrem am Abgrund wirtschaftlich. Also sie haben halt krasse Schulden. Und es ist halt unangenehm. Es tut richtig weh, finde ich. Und man ist von Menschen umgeben, die halt alle wie Menschen agieren und halt auch wie Arschlöcher. Also man ist halt von Arschlöchern umgeben. Also es ist wirklich toxisch, keine Arbeits... Toxische Umgebung. Ja, es ist total toxisch. Jeder denkt an sich. Jeder denkt erstmal an sich. Schlimm. Und da würde ich nicht arbeiten wollen, aber keinen Abend. Also. Ja, gut, aber das ist ja trotzdem wieder auf den Inhalt. Also wenn ich eine Serie gucke über Breaking Bad oder über, weiß ich nicht, dann oder über irgendwelche Straßengangster oder weiß ich nicht, Drogen. Ja, aber Straßengangster so. Abstrahiert man halt mehr, weil man da würde man halt nicht arbeiten. Aber hier in so einer Situation, so in so einer Küche, das ist zu nah an uns dran. Das, okay. Also das berührt mich zu stark. Aber ja, natürlich, du hast recht. Wir schauen uns häufig Serien an, in deren Setting wir nicht sein wollen. Aber die sind halt stärker abstrahiert als das hier. Und das hier, also das geht schon nah. Weil es auch einfach gut gemacht ist und weil es gut geschnitten ist und geiles mit Tempo. Musik versehen und ja, ist einfach gut gemacht. Also. Gerade die vorletzte Folge zum Beispiel, da ist halt ganz viel so One-Takes drin. Also da machen die hinten in der Küche Action, wo halt echt kein Platz ist und dann läuft die Kamera mit nach vorne, dann diskutieren die da vorne, dann kommt jemand von hinten wieder ran, dann nehmen sie den mit, dann laufen sie wieder nach hinten und die Kamera ist einfach die ganze Zeit mit dabei. Ja. Und es ist gefühlt kein Schnitt da, die spielen das durch, der ganze Hintergrund stimmt, es ist so gut, es ist so geil gemacht. Ja. Also da sind so viele tolle Sachen drin. Es ist echt super geil, wirklich richtig gut. Und trotzdem hast du vorhin gesagt, wenn der Christoph nicht auf dir rumgehackt hätte, hättest du es auslaufen lassen, was? Ja, weil es halt thematisch sau unangenehm ist. Okay. Ja, also da wieder anzumachen und mir anzuhören, wie Richie wieder einfach wieder dummes Zeug macht oder wie die Spanierin die Sydney angeht. Ja. Und ja. Du sagst so, hör ihr einfach zu. Gut. Sie macht eine Entwicklung mit und auch hier der Richie macht irgendwann sowas. Wie, oder der Kuchenbäcker, der sich da hinten vergeistigt und man das Gefühl hat, er backt überhaupt nicht mehr für die Kunden, sondern backt nur noch für sich. Genau, versucht halt man kann krassen Muffin hinzukriegen oder Donut. Man kann es ihm irgendwie nicht übel nehmen, weil er so nett ist und so ein Künstler und so, ja, also man findet ihn irgendwie nett, aber eigentlich, und deswegen kriegt er dann ja auch eine Breitseite vom Chef, ist halt auch geschäftsschädigend, gell? Also, ja, ist alles so unangenehm. Ja, aber geil gemacht. Also, ja, ich bin froh, dass du mich gezwungen hast, das weiter zu gucken. Und ich denke, nach meinem Urlaub werden wir dann vermutlich die zweite Staffel gucken. Kommt die schon, oder was? Ja, schon in der 16. August erscheint die, glaube ich. Ah, okay. Kann ich ja noch vor dem Urlaub fertig schauen. Und die ist halt irgendwie auf der IMDb die schlechteste Folge hat 8,1. Von der ersten Staffel? Von der zweiten. Und die gibt's schon, oder was? Hat 9,7. Ja, die ist in Amerika, ist hier am 22. Juni erschienen. Wow. 9,7.
Was? 9,7? Das ist aber in der IMDb bei ganz Sachen, die ganz frisch sind, ist es oft so, dass so eine erste Euphoriewelle halt, dann so Fanboys und Girls da reinrennen und das. Aber die erste ist ja auch. Also da ist die beste auch bei 9,5. Okay. Und wow. Die gibt's halt schon. Ah ja, okay. Das schon ein wenig länger. Das ist schon krass. Ja, ist gut gemacht. Also geht halt nah. Aber das sagt ja auch was über die Qualität aus. Ja. Ja, ja, also ich kann es nur mit so vom Gefühl, was ihr so erzählt, so mit Breaking Bad vergleichen. Was speziell die ersten 2-3 Staffeln halt auch super anstrengend ist, da wieder einzuschalten, weil es alles super toxisch ist und alle gehen einem auf den Keks und nerven sich gegenseitig und nerven dich als Zuschauer. Aber es gibt dann halt speziell in der zweiten Hälfte der Serie so extreme Sachen, die passieren, die dann halt auch so auch actionsreich sind und dann halt auch coole Momente, wenn sie dann mal auch mal die Oberhand bekommen und so, dass dann so ein Sog entfaltet, dass du dann auch freiwillig immer wieder einschaltest und nicht mehr aufhörst. Aber am Anfang hatte ich das gerade so genau das Gefühl, was ihr beschrieben habt, dass man so weiß, wenn ich es angemacht habe, dann wird es sich lohnen, es zu schauen. Aber diese Hürde, so, ich muss mich jetzt wieder in diese Welt begeben, ich möchte das nicht eigentlich. Das ist genau das, was ich bei Breaking Bad die ersten 3 Staffeln empfunden habe. Das ist vielleicht der Grund, warum ich Breaking Bad nie gesehen habe. Ja. Hm. Stefan, eine Frage habe ich noch. Und zwar, einer wird ja abgestochen angepiekt. War das Absicht oder war das ein Unfall, weil es so eng ist? Wie hast du das verstanden? Ich würde sagen, es war ein Unfall. Also ich habe es als Unfall verstanden. Ich habe es auch so verstanden, aber ich war mir nicht so sicher. Also, okay, hast du auch so verstanden. Na dann. Ich glaube, sie war, für mein Gefühl war sie zu geschockt, um wirklich zugestochen zu haben. Okay. Ja, zugestochen hatte ich auch nicht das Gefühl, aber ich hatte das Gefühl so in Kauf genommen, das Messer zu offen in der Hand getragen. Ja, du bist in meine Faust gelaufen, 3-mal, ja, genau. So ungefähr. Das hatten wir übrigens mal in der Schule. Da waren ich mit 2 Freunden zu spät von der Pause irgendwie zurück und wir hatten so eine große Falltreppe, die man hochlaufen musste und die sind wir so nebeneinander hochgerannt und einer von uns blieb ein bisschen zurück und der andere, also ich war nur Passant im Endeffekt da, aber der eine von uns hat dem anderen so mit seinen schlenkernden Armen aus Versehen ins Gesicht geschlagen im Hochrennen, sodass der dann mit einem blauen Auge oben oder als wir dann im Klassenzimmer waren, war das Auge schon blau. Und oder blutete irgendwie so, also es war auf jeden Fall klar und da fragte ihn der Lehrer dann so, was ist denn da passiert? Und da hat er dann hat Boris gesagt, dass der andere ihm in die Faust gelaufen sei. Was natürlich für Gelächter gesagt hat, aber was die Wahrheit war. Was stimmt, ja. Ah. Sehr schön, ja. Ich habe mal bei einem misslungenen Drift jemanden Ellbogen ins Gesicht gehauen, aber habe ich, glaube ich, schon mal hier erzählt. Ich habe mit dem Stefan ins Wasser springen in blaues Auge verpasst. Ja, ein Tag vorm Ironman. Ja. Oh, böse. Wodurch du beim Ironman mit blauem Auge teilnehmen musstest. Und mit Sicherheit 2 Plätze schlechter abgeschnitten hast, als hätte. Ja, genau. Ich bin nicht 796, sondern 798 geworden. Ja. 803. Das hätte dein Leben geändert. Ja. Ach ja. Was haben wir denn noch für Themen? Ja, Stefan, haben wir noch Themen? Möchte noch über Science versus Contagion reden. Also ein Film gegen die Realität, wenn ich das richtig verstehe. Nee, es gibt doch von der Produktionsfirma Gimlet den Podcast Science versus. Mhm. Und die haben vor, also Anfang 2020 haben die eine Podcast-Folge gemacht über die nächste Pandemie. Was könnte denn die nächste Pandemie sein? Und da haben sie so Leute wie einen Herrn Fauci, den damals gefühlt niemand kannte, interviewt. Oh, interessant. Und der hat gesagt so, ja, Ebola, ja, ist gefährlich und so, aber nee, das wird irgend sowas wie so ein Grippevirus oder sowas, so H5N7 oder irgend sowas. Und dann haben die gesagt, ja, okay, dann lass uns doch mal eine Folge machen, wo wir uns einfach vorstellen, es ist jetzt Pandemie,
ich glaube, die haben das dann H7N1 genannt oder irgend sowas. Und haben dann sich halt so ein Virus ausgedacht und haben halt eine Folge produziert, die im Januar 2020 ausgestrahlt wurde. Es kann sogar sein, dass ich die im Februar, im März gehört habe. Also so entweder ganz kurz vor der Pandemie oder wo es gerade schon losging mit den Lockdowns. Aber ich kann mich jetzt nicht bewusst daran erinnern, aber das war echt ganz knapp dran, weil ich ja irgendwie ein, zwei Monate hinten dran hänge mit meinem Podcast. Und die haben da halt auch echt eine krasse Folge gemacht. Und eben das jetzt nochmal so im Nachhinein zu hören, wie sich vorher jemand vorstellt, wie so Pandemie ablaufen würde. Also sie haben sie auch und die waren, also die waren so, also die hatten schon eine sehr gute Ahnung davon, wie das passieren würde. Also die waren relativ dicht an dem, was faktisch dann wirklich passiert ist, oder wie? Ja, die haben das in China starten lassen, weil da irgend, ich weiß gar nicht, wie, aber ich glaube auch mit einer Zoonose. Das. Gut, aber ist vielleicht noch halbwegs offensichtlich oder von irgendeinem Wissenschaftler so beizusteuern. Ja, das ist dann irgendein Flugtier, was auf irgendwas übergeht und dann. Ja, aber ja. Ich meine jetzt eher so die Reaktion der Menschen dann. Ja, schon recht realistisch, aber es gehen zum Beispiel alle noch arbeiten. Also, dass die Leute weiterhin arbeiten gehen, das haben sie, hatten sie gar nicht rausgenommen irgendwie. Dann, dass die irgendwas mit Grenzen dicht machen, da gab es auch eine Diskussion. Also so, nee, es ist halt eh schon da. Also irgendwie hat deren fiktiver Präsident die Grenze dicht gemacht. Und was ja dann auch nur, also schon in der Art passiert ist, aber nicht so krass. Also die hatten es deutlich schärfer gemacht und sie haben halt nicht so die Weltwirtschaft nicht so krass lahmgelegt, wie es dann war. Aber sie waren halt schon gefühlt nah dran und ja, es war ja auch. Die Impfentwicklung also, haben sie halt ganz anders gemacht, weil sie halt von RNA irgendwie nichts wussten. Also die, ja. Die Viren, die wir dann, die Impfung, die wir dann gekriegt haben. Ein genau. Stück weit konnte man ja sozusagen, also hätte man sich vorher an dem Spiel, wie heißt denn dieses Spiel auf dem Handy, wo man den Virus spielt. Pandemic. Heißt es Pandemic? Ist es nicht so irgendwie leicht anders? Also die Folge ist übrigens vom Oktober 19, habe ich gerade mal geschaut. Oh ja, das heißt, das war wirklich noch wirklich vorher, weil das ging ja, im Dezember, November, Dezember irgendwann los. Mhm, ne? Genau, Dezember konnte man es, wenn man sehr aufmerksam war, schon sehen, aber war ja keiner aufmerksam. Es gab übrigens mehrfach eben den Punkt, wo sowohl wir als auch eben dann auch Entscheidungsträger so gesagt haben, ja, nee, das können wir ja nicht machen oder das wird nicht passieren oder sowas. Und dann passierte das kurz drauf, gell? Also gerade bei so Reaktionen, wo es so Bewegungskontrollen und sowas ging, ne? So, ja, wir dürfen abends nicht mehr raus und sowas. Wo wir auch irgendwie eine Woche vorher gedacht haben, ja, nee, das können sie nicht machen, das wäre ja total faschistoid. Und dann eine Woche später so, ja, ihr geht jetzt abends um 9 nicht mehr raus. Ja. Ah ja, okay. Also ich habe es nochmal rausgesucht. Schon überraschend. Also das Spiel heißt Plague Inc. Oh ja, Plague Inc. Ich wusste, es war nah dran, Pandemic, aber es war nicht ganz richtig. Und das Spiel ist ja schon ungefähr 5 Jahre alt oder seit 5 Jahren gibt es im iOS App Store. Also vielleicht ist es sogar auf dem PC noch älter. Sieht so aus, als sei es viel älter. Ich weiß, dass ich das damals, als ich noch in Gießen gearbeitet habe, in meinem Zug gespielt habe. Also auf jeden Fall viele Jahre vor der Pandemie hatte ich das schon gezockt. Und da kamen einem dann manche von diesen Reaktionen sowas wie zum Beispiel XY-Land stellt den Flugverkehr ein oder schließt alle Grenzen und so. Das sind so Sachen, würde ich sagen, aufgrund des Spiels, weil das Spiel das so vorgetextet hat, auf die wäre ich gekommen. Aber ich glaube, sich wirklich vorzustellen, dass alle Leute nicht mehr zur Arbeit gehen und dass wir unsere Wirtschaft innerhalb von sehr kurzer Zeit versuchen, auf Homeoffice umzubauen, in der Radikalität, wie das probiert worden ist und wie es ja auch jetzt noch nachwirkt, also ich bin immer noch 9 von 10 Tagen im Homeoffice, das vorherzusehen ist schon krass, oder? Also so schwer vorstellbar gewesen. Ja, und eben diese Folge hier, da haben sie halt
ihre Sendung nochmal, also haben erst so ein bisschen Vorgeplänkel gemacht, dann haben sie ihre Sendung nochmal abgespielt, dass man die hören konnte. Dann haben sie die Reaktion von Fauci auch vor der Pandemie noch mit reingeschnitten, also wo er sagt, so, ah, das ist ganz gut, das ist so, das würde ein bisschen anders sein. Und dann haben sie eben ihre Reaktion auf ihre Sendung von damals auch noch so. Also die saßen dann im Studio und haben sich das eben nochmal alles angehört und dann eben so drauf reagiert auf ihre eigene Sendung. Und ja, es ist schon beklemmend. Und weil ich dann gerade so im Flow war mit hier Covid und so, dachte ich, ach, jetzt guckst du nochmal Contagion. Okay, also das geht doch um den Film, ja. Ist ja quasi. Es erstaunt mich jetzt ein bisschen, weil du mit sowas eigentlich nicht so gut umgehen kannst, aber hast es dir mal gegeben. Ja, und als dann am Anfang so, oh nee, ach oh Gott, ach stimmt ja, das ist ja hier, oh nee. Das ist ja ganz schön, das möchte ich gar nicht sehen. Damon. Entschuldigung. Ja, der auch. Nee, aber die stirbt doch gleich am Anfang und hat ein kleines Kind und dem geht's auch dann nicht. Das halte ich ja nicht so gut aus im Moment. Und hab den Teil dann, weiß ich nicht, skip. Und dann habe ich halt den Rest geguckt vom Film. Weil ich kannte ihn, also ich hatte ihn damals gesehen und fand ihn auch echt gut. Also ich habe ihn sogar auf DVD, also habe ihn gekauft, weil ich ihn so gut fand. Und auch da sind viele Sachen sehr gut getroffen, aber einige Reaktionen der Bevölkerung echt schlecht. Also gerade so dieses, wir haben ja alle irgendwie weitergearbeitet, wir haben uns weiter um unsere Jobs gekümmert und da ist halt so, dass alle einfach nur noch fliehen und alles plündern. Ja. Und das ist halt überhaupt gar nicht wahr geworden. Direkt das Zusammenklappen der Zivilisation. Genau, und das war ja nicht so. Also es war ja so, gut, die Supermärkte wurden auch aufgelassen, weil die armen Menschen, die da arbeiten mussten, halt da arbeiten mussten und es irgendwie Regeln gab, wie man da rein durfte und Masken oder ganz am Anfang noch keine und dann diese Stoffmasken und so weiter. Aber der Rest auch der Arbeit, gut 2011, ich weiß nicht, wie das gut ist da schon, wir hatten ja auch alle Laptops, das ging auch schon mit Homeoffice für die meisten Sachen, aber da ist halt quasi alles zusammengebrochen. Aber so Krankenhausszenen und so, und dann haben sie irgendwelche großen Zeltlager gebaut und irgendwelche Hallen genommen. Das gab es ja bei uns insofern, also jedenfalls kann ich mich nicht dran erinnern, jetzt nicht so direkt. Aber eben auch das mit den hier Ventilator, wie heißt das, Beatmungsmaschinen und so, wurde auch thematisiert, wurde auch bei Science Versus thematisiert. Da müsste ich jetzt fast Lenin zitieren, in Deutschland. Jetzt bin ich gespannt. Wenn die Deutschen einen Bahnhof stürmen wollen, kaufen sie sich erst eine Bahnsteigkarte. Also daran scheitert bei uns die Revolution, weil wir zu ordentlich sind. Und deshalb wurde bei uns halt auch nicht die Zivilisation zusammengebrochen, sondern wir haben nur das Klopapier leer gekauft. Oh ja. Also wir haben was gestürmt und geplündert, aber nicht so richtig. Also nur so Klopapier und Olivenöl. Und Mehl. Und Nudeln, oder? Ja, Nudeln, stimmt. Nudeln war eine Zeit lang. Dann später war es das Sonnenblumenöl wegen der Ukraine. Da waren wir ja dann schon im Plünderungsmodus. Da hatten wir es dann schon geübt. Boah, die Deutschen sind so, es ist schon, ja. Ich weiß nicht, ob dieses Meme, was immer durchgereicht wurde, in Deutschland fehlt das Klopapier und in Frankreich geht der Rotwein und die Kondome aus. Wahrscheinlich war das nicht so, aber der Spruch war gut. Man konnte sich das so vorstellen. Das ja, andere. Wir gehen halt lieber kacken. Das war wieder bei der letzten. Egal, mach weiter, Stefan. Erzähl weiter über Contagion. Ja, nee, also es war halt so ein Flashback auf die Covid-Zeit, was man ja gar nicht unbedingt haben möchte, aber es ist halt jetzt überstanden. Relativ gut überstanden, ja, ist ja so. Ja klar, deswegen hat man jetzt auch eine gewisse Distanz und kann sich dann sowas auch wieder anschauen, ja. Genau, und es ist halt jetzt keine Dystopie mehr, sondern gefühlt eine Historienfilm. Genau, überstandene Vergangenheit. Ja, genau. Bewältigte. Und, ja. Ja.
Und in der Kombination mit diesem Science Versus war das schon recht spannend und man konnte es halt für sich so einsortieren, wenn die dann am Anfang irgendwie vom R-Wert reden. Klack, kennen wir das. Wissen ja alles, was das ist. Ja, also, stimmt. So. Ja, und wenn dann einer, der infiziert dann zwei und die infizieren dann vier und so, ja, kennen wir alles, haben wir alles gelernt. Ja. Das war aber damals halt so was Besonderes, so, oh, klar. oh, Mist, ja. Das war es für die Streber, die können das verstehen. Ja, war es. Ja, aber gut, in Contagion haben sie es wirklich, also, auch für Mathe-Grundkurs erklärt. Möchte ich sagen. Ja, das hat die Tagesschau auch versucht. Während der Pandemie ist haben trotzdem nicht alle verstanden. Ja, genau. Das Wachstum ist 90% der Mittel, naja, 90 vielleicht nicht. Es haben auch nicht alle einen Mathe-Grundkurs besucht hier. Genau, bei uns sind hier trotzdem jeden Montag die Idioten am Haus vorbeigezogen. Naja. Ja, naja, gut. Ja, also so viel dazu, wer sich das geben will. Also gerade diese Science Versus Folge ist schon spannend und hier die Moderatorin Winnie Suckerman spricht auch einen fantastischen australischen Akzent. Hat immer große Freude, ihr zuzuhören. Sie macht auch in eigentlich jeder zweiten Folge irgendwelche Australien-Scherze oder die anderen auf ihre Kosten. Sehr gut. Das lohnt sich schon. Ja. Sehr, sehr schön, ja. Cool. Also verlinken wir hoffentlich. Ich versuch's aufzuschreiben. Hast du aufgeschrieben, Christoph? Gimlet, ja, ich schreibe es gerade auf. Gimlet 1 versus. Aber Gimlet, das heißt, ist das noch frei empfangbar? Nee, das muss man beim Spotty-Dingsbums hören. Den gibt's noch? Den gibt's. Ja, Science versus sind die einzigen, die es noch, gibt, die man halt Wissenschaftskommunikation, das ist halt schon zu wichtig, um es einzusperren. Ja, und die haben am Anfang auch ganz, also als die übernommen wurden und da so eingesperrt wurden, da haben die ganz fiese Folgen über Spotify und die Machenschaften von denen gemacht. Geil. So über deren Besitzer quasi. Und die haben sich, nicht einsperren lassen. Nice. Sehr gut. Und ich meine, die Winnie Suckerman, die hat das vorher halt schon gemacht und die ist dann von Gimlet nur gekauft worden. Und vielleicht hat sie das einfach irgendwo eintragen lassen, so, ja, ihr könnt es haben, aber die Sendung bleibt halt immer öffentlich oder sowas. Kann natürlich sein. Ja. Weiß ich nicht. Denkbar. Ja. Ja. Gut. Was hingegen für mich nicht denkbar ist, in einem Zelt auf meinem Auto zu schlafen. Warum? Der Christoph hat das aber jetzt am Wochenende gemacht. Vor allem zu viert. Stopp, bevor der Christoph anfängt. Warum ist das für dich nicht denkbar? Wieso würdest du nicht in einem Zelt auf deinem Auto schlafen? Ja, du bist doch der große Camper mittlerweile. Ich alleine im Zelt auf meinem Auto, okay, aber zu viert. Ja, zu viert, also okay. Ja. Aber jetzt das nächste Papa-Kinderzelten mit Dachzelten auf irgendwo, wäre doch so wahrscheinlich sogar einfacher und angenehmer als das, was wir jetzt bei... Berichte mal. So, wie war es denn, Christoph? Ja, wir waren zwei Nächte mit dem Dachzelt zelten. Wir haben das eben ein Vortesten schon mal gemacht, um zu wissen, auf was wir so achten müssen und an was wir noch so denken müssen. Zum Beispiel 1 bis 2 klappbare Hocker mitnehmen, das ist ganz wichtig. Um das Dachzelt oben zuzukriegen. Und du musst ja, wenn du das, wir haben ja so ein Hartschalen-Dachzelt, was so geklappt wird. Und das klappst du quasi runter, das hat so eine Hydraulik, das klappst du so runter. Und dann musst du an den Seiten die ganzen Zeltplan-Dings, also die Seitenwände reinfriemeln, um es dann eben ganz zuzumachen. Ach so, wenn du es wieder abbaust. Genau, wenn du es abbaust. Ja, das ist jetzt nicht sehr schwierig, aber... Ach so, halt, für so Leute, die nur deine Größe haben, sorry. Braucht man dann nur einen Hocker, verstehe. Ja, genau. Dann brauchen wir einen Hocker. Also haben sie uns auch empfohlen. Hier, Hocker ist sinnvoll und haben wir sofort eingesehen, dass das tatsächlich sinnvoll ist. Und wir sind zum Schluss gekommen, dass 2 Hocker wahrscheinlich sogar noch besser sind als 1 Hocker. Ja, wir hatten so ein Dachzelt, das war 1,45 mal 2,30 Meter groß. Und da haben wir zu viert drin geschlafen. Und zwar folgendermaßen, dass eben unsere Kleinste quer schläft vor unseren Köpfen und wir halt zu dritt dahinter.
Ist nett, dass ihr sie vor den Köpfen und nicht unten bei den Füßen schlafen lassen. Ja, wir haben verschiedene Obwohl, Ideen. Obwohl, dadurch, dass ihr unterschiedlich groß seid, hätte sie da wahrscheinlich sogar mehr Platz, ne? Mhm. Kriegst du vielleicht die... Ja, wir sind auch da noch nicht am Ziel angelangt. Also wir haben drei verschiedene Liegemethoden getestet. Das war die erste Nacht. Das finde ich war okay. Das Problem war, dass das ist ja so ein... Also der Deckel, der hat ein Gelenk. Also der klappt im Endeffekt auf wie ein Winkel. Mhm. Es gibt ja auch so diese welche, Scharnier wo die... Oder sowas? Oder? Genau. Ja, wo praktisch vorne, also vom Auto aus gesehen vorne, ist das Scharnier und das klappt dann eben so auf, dass es praktisch hinten aufklappt, gell? Und das Problem ist, dass wenn du vorne begrenzt bist, weil eben da deine Tochter schläft, rückst du ja weiter nach hinten und dann stoßen deine Füße unten in diesem Gelenk an, was kein Problem ist, außer du schläfst auf dem Rücken. Weil wenn du auf dem Rücken schläfst, stehen ja die Füße. Ja, das ist so flach da hinten. Und dann stoßen die hinten in diesen Winkel, gell? Mhm. Und das ist halt das Problem, vor allem wenn du halt so raue Füße hast wie ich, das ist halt total unangenehm, weil man immer das Gefühl hat, so ich zerreiß da irgendwas. Und reibst du den Stoff kaputt. Über, ja, 14 genau. Tage, über 14 Tage Schottland auf jeden Fall ein Loch drin, garantiert. Bin ich durch die Hartschale durchgerieben mit meinen Füßen, genau. Ein Raspelfüße. Genau. Ja, man hängt dann halt auch immer so drin, das ist unangenehm. Also auf jeden Fall führt das halt dazu, dass ich relativ weit hochgerutscht bin und die Rosa halt dann so ein bisschen, ich lag bei ihren Füßen, wo ich das Gefühl hatte, das ist nicht so schlimm, wenn die ein bisschen zusammengepresst werden, aber so ein bisschen nach vorne rausgeschoben habe immer, gell? Was natürlich gefährlich ist, weil da ist ja der theoretische Fenster, also sie könnte da theoretisch sogar rausfallen, aber ja, es passiert nicht. Also, aber wenn es regnet und soll man ja Zeltwände nicht berühren, weil sie dann Wasser reinsuppen? Nee, das ist unproblematisch. Da ist ja ein Du hast da ja dieses dieses Mückengitter und da drüber ist ja noch so ein Außendings, was du dann eben noch zumachst, so eine Außentür im Endeffekt, so eine Plane und die ist wasserdicht, also da wird nichts nass drin. Das war überhaupt kein Problem. Es hat ja das ganze Wochenende wie verrückt geregnet, also wir haben ja im strömenden Regen gezeltet. Einen authentischen Schottland-Test gemacht. Total, total, ja. Was sehr schön war, also das hat mir wirklich gut gefallen. Das Geräusch ist wirklich toll. Weil gerade auf dieser Hartschale prasselt das eben schön, so wie ich das ja eigentlich bei uns hier zu Hause auch haben will. Habe ich ja schon, glaube ich, hier geschildert, dass ich gerne so ein Dachfenster über meinem Bett hätte. Das Problem ist nur, man kriegt keine Dachfenster mehr, auf die es drauf prasselt, weil die alle heutzutage schallisoliert sind, was ich ja gar nicht haben will. Ich will ja Schall vom Regen. Also ich bin da noch nicht, also wenn ihr da draußen irgendwie da eine Idee habt, wo man ein Dachfenster bekommt, ein neuwertiges Dachfenster bekommt, was nicht schallisoliert ist, dann bitte sagt mir wo. Denn sowas brauche ich. Ja, und so haben wir die erste Nacht geschlafen und ich fand, das war okay. Also man ist nicht super entspannt morgens, aber also wir haben schon geschlafen und so. Es war, also ich fand es in Ordnung. Und dann in der nächsten Nacht hatte meine Frau die Idee, und das kam mir schon gleich wie eine Schnapsidee vor, dass wir die Kinder ein bisschen runterschieben und aber alle vier nebeneinander liegen auf 1,45. Ja, nee. Und zwar, sie hatte die Idee, dass die Kinder nebeneinander liegen und wir dann auch nebeneinander. Ja, also dass die Kinder eben nach unten versetzt ein bisschen liegen, neben den Beinen meiner Frau praktisch, und wir dann auf der anderen Seite. Aber 1,45 ist einfach viel zu schmal, um das zu machen. Es geht ja, halt also nicht. Die grundsätzliche Idee, so nach dem Motto, ein Mensch ist vielleicht, wenn er auf dem Rücken liegt oder auf dem Bauch, an den Füßen schmaler als an den Schultern. Ja. Und insofern könnte man wie so ein, wenn ich so ein V, zwei Vs aneinander lege, Dann ist das oben breit und unten schmal, wenn ich sie so zusammenschiebe. Genau, das wäre die andere Möglichkeit, dass man versetzt schläft. Das verkennt könnte halt, man machen. Das verkennt halt komplett, dass man auch mal auf der Seite liegen will und dann ist man an den Knien am breitesten. Ja, genau. Ja, und also es führte halt dazu, dass ich einfach so wenig Platz hatte, dass ich einfach nicht schlafen konnte. Also es war Folter im Endeffekt. Ich hatte richtig Schmerzen, echte Schmerzen am Körper.
weil ich dann halt irgendwie ganz komisch auf 25 Zentimeter gelegen habe. Ich war gefühlt 25, wahrscheinlich hatte ich mehr, aber also es war auf jeden Fall viel zu wenig Platz. Ging einfach nicht. Vor allem, wenn du dich halt nicht bewegen kannst, kannst du ja nicht schlafen. Und dann habe ich halt ein bisschen vor mich hingemosert und meine Frau hat dann gesagt, ich soll mich nicht so anstellen und ich soll jetzt mal ruhig sein und so. Und ich gesagt, ja, nee, geht nicht. Ist wie Folter. Krise, ja? Incoming. Ich schlafe nicht. Und irgendwann habe ich dann gesagt, ja, ich drehe mich jetzt um und habe dann halt in die andere Richtung geschlafen. So wie meine Großeltern also übrigens Kopf auch. Kopf im Knick. Genau, Kopf im Gesicht, Füße im Gesicht des anderen jeweils, wenn okay. man so will. Aber unten, wo deine Füße immer an die Decke stoßen, da war dein Kopf dran. Da war mein Kopf, genau. Das war aber da gar, komischerweise gar kein Problem, hat mich auch gewundert. Mein Kopf ist nicht so rau wie die Füße, das macht's natürlich. Ja, und vor allem hatten wir ja dadurch, dass die Rosa nicht mehr oben quer schlief, war das Bett ja dann jetzt plötzlich viel länger. Ne? Das war jetzt 2,30 Meter lang und dadurch war das ein bisschen entzerrt. Und das ging, finde ich. Also das war nicht super entspannt, aber praktikabler. Und ich glaube, was wir auch noch probieren sollten, wäre, dass jeweils ein Kind und ein Erwachsener so rum und ein Kind und ein Erwachsener andersrum schläft. Das könnte noch besser sein. Das müssen wir mal testen. Also meine Idee wäre da, dass die Kinder in der Mitte schlafen, mit den Füßen aneinander quasi. Und wir rechts und links davon. Nach vorne und nach hinten. Ich glaube, das könnte gut sein. Das werden wir noch testen. Ja, mal gucken. Aber also Fazit ist auf jeden Fall, man kann da schon schlafen drin zu viert. Das ist halt, also jedenfalls, wenn einer so klein ist, wie halt unsere Tochter noch ist, wir werden da schon die 2 Wochen überstehen können und das wird schon okay sein. Allerdings nächstes Jahr nicht mehr. Also wenn die irgendwie 10 Zentimeter größer ist, dann wird es schwierig. Aber ich bin da jetzt ganz optimistisch, dass das wird. Was anderes, was ich nicht bedacht hatte, ist, dass sowohl meine Tochter als auch ich nachts ja immer aufs Klo müssen und diese Treppe runtersteigen nachts. Das ist schon eine Herausforderung. Im strömenden Regen. Ja, genau. Es ist eben nicht wie Zelten nur entspannter oder was du eben gesagt hast, sondern es ist wie Zelten nur halt in 2 Meter Höhe und dadurch viel unentspannter. Also das nachts raussteigen ist wirklich ist nicht so wahnsinnig einfach. Aber jetzt mal so rein technisch gefragt, gut, der Rosa wird es nicht so leicht fallen, aber du könntest dich doch einfach da oben hinstellen und rauspieseln, oder? So im hohen Bogen. Diese Bilder. Ah, das ist ziemlich theoretisch. Hier Pfosten auf und dann. Und dann kommt der Windstoß und es bleibt. Ja, genau. Dann haben alle. Ja, gut. Haben es alle im Gesicht. So, nee, das ist ziemlich theoretisch. Nee, das mach ist schnell nicht wieder so zu, leg dich hin. Das ich merke keine. Ja. Es hat irgendwie reingeregnet heute Nacht. Komisch. Ganz seltsam. Stinkt auch ganz furchtbar. Andere Frage. Ich hatte dir noch irgendwie so Podcast-Sendung empfohlen. Hast du Chance gehabt, da ja, reinzuhören? Klar. Haben wir komplett gehört. Eine Sache, die empfohlen haben, war diese Kiste für die Schuhe. Hast du dazu eine Meinung dir gebildet? Halte ich für blödsinnig, weil wir einfach unsere Schuhe, also beziehungsweise die Schuhe meiner Frau, wir anderen haben keine Schuhe getragen. Ja, aber wenn es jetzt regnet wie Ström und unten ist Matsch, wie kommst du da rauf ohne Schuhe? Ja, es war kein Matsch, wir haben in einem Hof gestanden, deswegen war das nicht so problematisch. Stell dir den Matsch vor in Schottland. Ja, dann machen wir es so, wie meine Frau es gemacht hat. Die hat einfach die Schuhe unters Zelt geklemmt, wo ja die Dachreling ist. Also praktisch zwischen Dachreling und Zelt einfach dazwischen geklemmt, wo sie wassergeschützt sind und so geklemmt, dass sie auch nicht wegfliegen können. Und da passen guter auch Platz. 4 Paar Schuhe hin. Ja, klar, passen auch 8 Paar Schuhe hin. Kein Problem. Ist ja die ganze Dachreling. Mir fehlt ein bisschen die präzise Vorstellung, wie viel, also wo das, wie hoch, wie viel Abstand da ist und. Und es zerkratzt dir auch, wenn du da Steinchen an deinen Wanderschuhen hast, nicht dein Dach. Nee, das ist ja nicht am Dach, sondern es ist zwischen Reling und Zelt. Weil auf der Dachreling sind ja so 2 ein Dachträger im Endeffekt draufgeschraubt, gell? Also 2 Querstreben und darauf ist dann das Zelt. Aber nicht direkt, das heißt, da ist noch eine Lücke irgendwie. Genau, das heißt zwischen Dachreling und Zelt hast du so eine Lücke von, ich weiß nicht, vielleicht, ich kann es schlecht schätzen, warte mal. Vielleicht knapp 10 Zentimeter oder so.
oder 8 Zentimeter, sowas in dem Dreh. Das heißt, da kannst du den Schuh so dazwischen klemmen, sodass hinten die Ferse praktisch noch vorne ist und der Schuh so dazwischen geklemmt ist, so wie so ein Keil. Ne? Also, das hat ziemlich gut geklappt. Okay. Ja. Also, ja, war nicht nötig, eine Kiste oder irgendwas. Aber da musst du dann auch rankommen, quasi von oben nachts, um an diese Schuhe zu kommen. Das ist bevor das kein du runtersteigst und dann. Direkt unter deinem Ausstieg. Also das ist easy. Woran du denken musst, wenn du barfuß ins Bett gehst, ist, dass bevor du reinsteigst, du deine Füße abstreifst, sonst hast du dauernd Dreck im Bett. Sonst ist es dann wie ein Lacanau. Ich wollte es gerade sagen. Hat irgendjemand Sand im Bett? Oder Kartoffeln. Ich wollte gerade sagen, wenn einer reinkommt, der Kartoffeln am Fuß hat, dann fühle ich mich wohl. Ja, genau. Ja. Also bin ich auch mal gespannt, wie das wird mit Dreck im Bett, weil das war jetzt nach 2 Tagen, war es nicht super dreckig, aber man hat schon gemerkt, so okay, es könnte irgendwann ein Problem werden. Ich bin mal gespannt. Ja. Aber alles andere, so dieses, wie schnell dieses Zelt aufgebaut ist, das ist halt innerhalb von einer halben Minute, gell? Also das ist, geht super schnell. Und das Zusammenlegen, ja, das ist ein bisschen mehr Gefriemel, dauert vielleicht im schlimmsten Fall hat es bei uns mal 2 Minuten gedauert, aber es kann auch schnell gehen. Ja? Also es geht auf jeden Fall ziemlich schnell. Und es ist schon schön. Also es da drin, also gerade wenn man nur zu zweit ist, ist es halt wirklich richtig angenehm. Und man liegt auch gut drin, die Matratze ist gut. Die hat so eine Mesh-Untermatratze, dass es eben nicht feucht wird und so. Also so praktisch drunter belüftet unter der Matratze. Das ist alles cool. Was ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist oder worauf man achten sollte, worauf ich achten werde, ist, man sinkt nicht so stark ein in der Matratze wie zu Hause, weil die halt auch nicht so dick ist. Die ist irgendwie 8 Zentimeter dick oder sowas. Und deswegen hatte ich ein bisschen Probleme damit, dass mein Kissen nicht hoch genug oder nicht fest genug war. Also ich habe in der zweiten Nacht auch mit meinem relativ festen Schaumstoff-Nackenkissen und dann noch ein etwas weicheres kleines Kissen oben drauf gelegt. Also wenn das Kissen zu weich ist, habe ich irgendwie einen Krampf im Hals gekriegt. Also ich werde wahrscheinlich Doppelkissen mitnehmen und mich da polstern, dass halt der Kopf nicht so abgeknickt ist oder ja. Und was hat es jetzt an euren Planungen für den Schottland-Urlaub noch sozusagen geändert? Also seid ihr euch jetzt zum Beispiel sicher, dass ihr nicht werdet unten im Auto schlafen müssen? Und demzufolge könnte ich mir jetzt vorstellen, beim Packen irgendwie sagt man sich, okay, wir werden nicht versuchen müssen, die Rückbank zu einem Bett umzubauen, für wenn oben nur noch 3 schlafen wollen, weil wir es nicht mehr hinkriegen. Wenn das vom Tisch ist, dann kann man natürlich anders packen. Da kann man mehr Zeug mitnehmen oder so. Ja. Oder andere Sache, ein Zelt für draußen für die Kinder, damit man oben nur zu zweit schlafen müsste, so noch drin in der Planung oder rausgeflogen aus der Planung. Oder was für andere Konsequenzen habt ihr gezogen? Haben wir zum Teil noch nicht so richtig drüber gesprochen. Also das grundlegende Fazit ist, das geht schon. Man kann da oben schlafen. Wir brauchen nicht im Auto schlafen. Also das werden wir nicht. Wir werden nicht im Auto schlafen. Wir werden das Auto so bepacken, dass es nicht beschlafbar ist. Worüber ich mit meiner Frau noch nicht gesprochen habe, aber wozu ich doch ein bisschen tendiere, auch wenn ich es noch nicht so ganz durchdacht habe, ist, ich habe vor, mein kleines Einmannzelt doch mitzunehmen, weil es sehr wenig Platz wegnimmt. Und wenn wir dann auf Zeltplätzen schlafen, ich dann doch die Möglichkeit habe, dass ich im Zelt schlafe. Wir werden natürlich nicht die Kinder unten schlafen lassen und wir oben im Zelt. Also es ist mir auch ehrlich gesagt so gefährlich. Wegen der Bären. Genau, wegen der Bären. In Großbritannien ganz gefährlich. Löwen. Ab sofort sind es jetzt immer Löwen. Genau. Nee, aber also, dass wir eben vielleicht dann irgendwie jede dritte Nacht oder so, wenn wir auf dem Zeltplatz sind, ich dann sag so, hier, ich schlaf mal eine Nacht alleine.
Einfach damit ich die Möglichkeit habe. Ich weiß nicht, ob ich es dann wirklich mache, aber vielleicht mache ich das. Dann muss ich natürlich auch irgendwie Luftmatratze oder sowas mitnehmen. Das ist natürlich auch, macht es natürlich auch wieder größer. Vielleicht gucke ich nach, das, vielleicht kaufe ich noch eine Isomatte oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Ich glaube, ich habe sogar noch eine hier rumfliegen. Muss ich gucken, wie sehr das meine den Platz irgendwie wieder einschränkt, aber ich glaube, ich werde mir das doch offen lassen, dieses eine kleine, ihr kennt das ja, mein kleines Einmannzelt, wo ja auch eine 1,40er Matratze reinpasst, also so klein ist das ja gar nicht. Ja, das ist, glaube ich, auf dem Papier wird das, glaube ich, als 3- oder 4-Mann-Zelt verkauft. Ich glaube, als 2-Mann-Zelt okay. wird es verkauft. Also mit so nur einer Stange so längs durch. Ja. Ich glaube, das werde ich mitnehmen. Einfach, um zur Not ein bisschen Spannung rauszunehmen. Man weiß ja auch nicht, wie wir nach einer Woche aussehen. Gell? Kann ja sein, dass nach einer Woche es uns massiv ankotzt. Das ist ja denkbar. Und man eben doch mal mehr Platz haben will. Ich glaube, für so 30, 40 Euro verkauft dir der Outdoor-Anbieter deiner Wahl so eine ganz, ganz kleine Packmaß, dünne Nylon-Hängematte mit... auch eine geile Idee, ja. Vor allem in Schottland bei Regen. Ja, das ist halt die Frage, das ist klar, das musst du halt situativ bedingt mit gutem Wetterbericht nur dann einsetzen, wenn es geht. Ich weiß nicht, wie man sich fühlt, wenn man eine ganze Nacht in der Hängematte geschlafen hat. Wahrscheinlich krumm wie eine Banane, aber... Habe ich ein paar Mal gemacht. Ich habe mit meinem Freund, Kindheitsfreund Stefan, den ihr ja auch kennt, habe ich ja mal so eine... da haben wir so eine Anhalter-Tour gemacht. Da haben wir uns... Legendär. Wo du in Österreich verhaftet werden solltest? Nee, das ist eine andere. Die gab es auch, ja. Das ist ein anderer, Stefan. Genau, nee, wir haben uns an die Autobahn an irgendwo hingestellt und hatten ein Schild dabei, anhaltermäßig, worauf stand, egal wohin. Dann hielten eventuell Leute an, obwohl wir festgestellt haben, dass die meisten Leute nicht damit umgehen können, wenn man schreibt, dass es einem egal ist, wohin. Dann sind die irgendwie misstrauisch und denken, sie werden überfallen oder so. Aber es haben uns dann Leute mitgenommen und wodurch wir eben nicht wussten, wo wir hinkommen und sind dann so durch Süddeutschland gepilgert. Und es führt aber eben auch dazu, dass du eventuell dann irgendwo im Oberallgäu oder vielleicht auch im Ostallgäu, es kann auch Ostallgäu gewesen sein, irgendwie strandest abends und eben keine Unterkunft und nicht. Aber wir hatten Hängematten dabei und haben uns dann in so eine Schonung verzogen, in so einem Wäldchen und haben dann in diesem Wäldchen unsere Hängematten aufgespannt und haben dann in der Hängematte geschlafen, wo nachts tatsächlich Wildschweine um uns rumliefen. Es war sehr schön. aber wir schliefen hoch genug zum Glück. Und dieses in der Hängematte schlafen, ja, das ist halt auch komisch, weil du dich halt auch nicht so richtig umdrehen kannst, gell? Also schläfst halt auch nicht auf dem Bauch, sondern eher auf dem Rücken und auf der Seite und musst halt, wenn du nachts, dreht man sich ja normalerweise so ohne Bedenken einfach um und wahrscheinlich auch ohne Bewusstsein, und das ist halt eine Hängematte anders. Da wachst du immer ein bisschen auf und versuchst nicht rauszufallen, weil halt die Gefahr natürlich besteht. Und jedes Umlagern ist irgendwie ein Act. Ja, und wahrscheinlich für Schottland, also ich... Ist unrealistisch. Keine realistische Vorstellung davon, was da die Nachttemperaturen aktuell sind. Das ist, glaube ich, nicht das Hauptproblem beim Hängematte, ist halt, du musst überhaupt Bäume erstmal finden. Ja, gut. Auch das war nicht der Vorteil in Schottland. In dieser Schonung, weil da halt die Bäume in Reihen standen und du halt dann über so eine Reihe und dann aber eben quer, gell? Also so quer in so einer Reihe und dann halt die Hängematte aufgehängt hast. Das war ziemlich entspannt dann, aber in Schottland irgendeinen Baum zu finden, weil dieses Land ist ja komplett abgeholzt, das kannst du ja vergessen, gell? Also. Ja, einer reicht nicht, du brauchst zwei. Exakt, im richtigen Abstand. Also ja, ich merke das schon immer auf Campingplätzen. Ich habe eigentlich jedes Mal, wenn wir Wohnmobil fahren, eine Hängematte mit dabei, weil die sind halt nicht so, die tragen nicht so dick auf. Ja. Aber die ist halt so für Freizeit. Ja. Wenn der Campingplatz, wo wir stehen, zwei Bäume in der unmittelbaren Umgebung unseres Stellplatz haben und die auch noch dick genug sind, dass man ihnen das zutraut, dann hängt man das Ding dahin und dann kann man sich da mal reinlegen, Buch lesen oder die Kinder da reinwerfen oder sonst irgendwas. Meistens stehen die Bäume zu nah beieinander. Das ist ja meistens das Hauptproblem.
Ja, weit auseinander ist nicht so das Problem, weil ich echt eine Menge Seil auch dabei habe. Ja, genau. Meistens ist es so nah. Genau, und aber tatsächlich meistens sind die Bäume zu weit weg, also von dem Wohnmobil oder du hast zwei Bäumchen und es sind aber so dünne Bäumchen. Dinger, wo du denn so weißt, wenn ich das jetzt da dran binde und mich da reinlege, dann macht's und dann küssen die beiden sich Krone genau. an Krone und dann war's das mit einem von den Bäumen. Und ja. Hattest du das nicht auch dabei, als wir in der Kirche waren? Die Hängematten? Nee, die waren da schon. Die waren da schon. Die waren von da. Die gab's da, ja, stimmt. Ah, das war cool, ja. Mit den Hängematten. Ja, aber genau so, genau diese Art von Hängematten. So eine habe ich immer im Gepäck. Ja, ist eigentlich eine gute Idee, eine Hängematte. Ja, aber noch Schottland, das ist quatschig. Ja. Frag mal den Mr. Martini, der hat das doch auch ein halbes Jahr gemacht. Ja, aber der ist auch durch eine andere Vegetation gelaufen, wo viel Wald ist und so. Und hat er wirklich in Hängematten geschlafen? Der hat doch häufig in so Boardinghouses und sowas geschlafen, oder? Nee, jede vierte Nacht oder fünfte Nacht war er in so einem Haus und sonst war er immer in seiner Hängematte mit integriertem Schlafsack oder teilintegriertem Schlafsack. Ja, krass, ja. Okay. Wow. Dach drüber und der ist ja bei Minusgraden losgegangen. Also der ist ja durch den Schnee gestapft und so. Also das war schon für Fortgeschrittene. Ja, gut, Amerika ist schon noch ein bisschen wilder als Großbritannien. Das ist eben wirklich Wildnis und Natur. Nicht nur von der Bevölkerung her. Ja, nee, ich sprach jetzt nur von der Natur. Okay. So, wir haben noch ein Technikthema zum Abschluss. Aha. Jetzt habe ich es weggeklickt. OCR My PDF. Das könnte auch ein Rapper sein, oder? Ich werde euch erzählen, was ist in OCR? Wie geht's weiter? My PDF. Also okay, es ist irgendwas, was PDFs bearbeitet. Und OCR ist wahrscheinlich Operating Creating irgendwas. Das klingt nicht wahnsinnig. Kenny, aber Stefan, du weißt, was OCR ist, oder? Ja, Texterkennung. Genau. Optical Character Recognition. Ja, jetzt wo du es sagst, ja, okay. Müsstest das eigentlich, kennst du das auch, oder, Christoph? Ich wollte das sagen. Ja, es ist mir schon mal begegnet, aber es war jetzt nicht so Wortschatz, der mir direkt, es war so, wo ich das Gefühl hatte, ja, das kommt mir bekannt vor, das ist mir schon mal begegnet, aber keine Ahnung, was das ist. Okay, Texterkennung, ja, stimmt, ja, jetzt wo du es sagst. Es war, also PDF-Texterkennung. Ja, genau, es war einer der fehlenden Bausteine in meiner Bastelei hier mit dem papierlosen Büro. Die BeReal-Follower haben mich scannen sehen. Ich besitze seit ewigen Zeiten einen Dokumentenscanner. Aber was ich nicht besaß, war eine vernünftige OCR-Software, die, also wenn du ein PDF einscannst, dann hast du ja nicht, hast du ja ein PDF mit Bildern drin, wenn du so willst, ne? Ja. Also das sieht dann zwar so aus wie das Dokument, was du auf dem Papier vor dir hattest, aber du kannst ja da drin keinen Text selektieren und du kannst es demzufolge auch nicht durchsuchen. Mhm. Und was du dafür brauchst, ist eben so eine Software, die das PDF einmal durch so eine Texterkennung zieht und dann einen unsichtbaren, also quasi auf einen transparent geschalteten Textlayer in das Dokument macht, sodass Software, die quasi nur den Text in einem Dokument lesen kann, den Text aber auch greifen kann und demzufolge indexieren kann und du dann eben in der Lage bist, deine PDFs zu durchsuchen. Mhm. Und dann funktioniert so ein papierloses Büro in der Regel so, dass man irgendwie alle Post, alle Schriftstücke, alle Rechnungen, alles, was man so aufheben will oder muss, was nicht so enorm wichtig ist, dass es jetzt irgendwie, weiß ich nicht, mein Abi-Zeugnis oder mein Handyvertrag im Original, sondern irgendwie so diese ganze unwichtige Post, die so kommt, ja, wo man sagt, ja, das muss ich irgendwie aufheben, aber irgendwie auch nur 2 Jahre und dann kann es weg und bis dahin und eigentlich liegt mir das Papier jetzt schon im Weg rum. Dann schmeißt du das alles da rein, scannst das durch so einen Dokumentenscanner, der sollte möglicherweise nicht nur ein Papier einzeln nehmen können, sondern irgendwie vielleicht gleich so einen ganzen Stapel und die dann da durchfeuern und da PDFs draus machen. Und dann müssen die in so eine OCR-Software rein, damit sie diesen Textlayer bekommen, den man durchsuchen kann. Und die Idee ist dann, dass du hinterher dann irgendwie sagst, ich brauche jetzt was von der Versicherung. Die Versicherung heißt, was weiß ich, My Super Insurance. Und ich suche Versicherungsscheinhaftpflicht und dann suchst du halt nach My Super Insurance Versicherungsscheinhaftpflicht in deinem ganzen PDF-Haufen und die Suchfunktion wird dir dann irgendwie wahrscheinlich
drei oder fünf Dokumente ausspucken, die guckst du dir dann schnell an und dann hast du das hoffentlich dabei, was du gesucht hast. Und wenn es nicht funktioniert, dann suchst du halt mit weniger Begriffen, dann findest du mehr Ergebnisse, musst du ein bisschen länger suchen, aber du findest dann schon relativ flink das Dokument, was du gesucht hast. Auch ohne, dass du dir in dem Augenblick, wo du sie scannst, die Arbeit machen musst, die alle zu verschlagworten und irgendwie sinnvoll zu benennen und den ganzen Scheiß, den man nicht machen will. Sondern einfach scannen, in einen Ordner hauen, fertig. Und OCR hat mir gefehlt. Kann man Geld für ausgeben? Kann man irgendwie, Abby Fine Reader war so ein Klassiker vor vielen Jahren, den wollte ich immer mal kaufen, habe ich dann irgendwie nie gemacht und habe ich das immer vor mir hergeschoben. Und jetzt letzte Woche empfiehlt der Herr Olmer bei Bits und so OCR My PDF. Und da bin ich sofort hellhörig geworden und dann habe ich das installiert eines schönen Abends hier und habe dann so testweise mal angefangen, so ein paar PDFs da durchzuschieben und jetzt habe ich das auf meinem Synology installiert. Man kann das aber auch auf Windows installieren, man kann das auf Linux installieren, auf Mac installieren, das geht auch also lokal und dann kannst du das Ding so ansetzen und kannst sagen, da ist ein Ordner, da werde ich meine PDFs reinwerfen und wenn du da ein PDF auftauchen siehst, dann nimmst du das bitte und OCRst das einfach so im Hintergrund, ohne mich damit zu behelligen. Und wenn du damit fertig bist, dann schmeißt du es in einen anderen Ordner, den ich dir vorher genannt habe. Und da legt es dann auch noch so eine Struktur an, so 2023-08- nee, oder einfach nur Jahr und Monat. Und dann wirft es das da rein, sodass die so ein bisschen sortiert sind. Dass wenn man später wirklich mal irgendwas nicht findet, dass man wenigstens mit so, das müsste 2017 gewesen sein und dann da irgendwo, da kann man das noch vielleicht so finden. Oder aber in Abhängigkeit, wann du gescannt hast oder ja, wann du das Datum gelesen hast, wann die Rechnung, nee, was da als Rechnung drauf stand. Nee, das so intelligent ist er noch nicht. Also da müsste man da noch ein bisschen ChatGPT hinterwerfen. Die Software selbst macht es in Abhängigkeit dann, was du gescannt hast. Das heißt, jetzt am Anfang, wenn du so einen großen Backkatalog losdigitalisierst, hast du natürlich erstmal einen riesen Stapel im August 2023 liegen. Aber in der Zukunft wird sich das dann natürlich halbwegs sinnvoll in die Schachteln sortieren, also in die Ordner. Und das habe ich jetzt getestet. Ich habe mich den einen Abend hier hingesetzt und habe einfach mal so einen riesigen Stapel von Papieren, die hier einfach rumliegen in so einem Karton, wo draufsteht Ablage und man es nie ablegt, es einfach da reingeschmissen hat immer. Immerhin ist es ein Karton, wo man weiß, da sind so Dinge drin, die muss ich aufheben und eigentlich sollte ich das mal ordnen, mache ich aber nicht. Und jetzt habe ich es mal gemacht, habe mir den Karton genommen und ich weiß nicht, ich glaube so ungefähr 90 oder 100 PDF-Dateien habe ich erstellt an dem Abend. Mit teilweise bis zu 40 Seiten hatten die teilweise. Also wenn du so einen Stapel alte Kontoauszüge, bevor man die digital bekommen hat von der Bank, gab es ja so Zeiten, wo man irgendwie noch Kontoauszüge immer so. Aber warum soll ich die aufheben? Ausgedruckt bekommen hat. Ja, ich weiß auch nicht, warum ich die aufhebe, aber jetzt habe ich sie halt weg. Jetzt kann ich sie in den Schredder stecken. Also ich habe sie faktisch schon in den Schredder gesteckt. Ich habe sie halt einmal da noch durchgeleiert. Du steckst sie einmal kurz da rein, so 20er Stapel, drückst auf diesen Knopf am, ich habe so einen Scan-Snap, so in den kleinsten, S300 oder so heißt der. Ist leider kein, da müsste man jetzt theoretisch dann an der Stelle das nächste Mal nochmal aufrüsten. Eigentlich will man jetzt einen Netzwerkscanner haben, weil das ja, die Software läuft auf dem NAS, die Laufwerke, also die Ordner, wo das hin muss, liegen auf dem NAS. Eigentlich möchte ich jetzt so ein bisschen den Rechner aus der Rechnung auch mit raus haben. Das habe ich aktuell noch nicht. Aktuell steckt das per USB am Rechner dran. Dann steckst du das da rein, drückst auf den Knopf, dann scannt er das, zack, 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 nimmt alle 20 Seiten, die du da hintereinander reingesteckt hast, macht da, dummerweise steht immer so kleingedruckter Scheiß auf dem Rückseite von einem Kassenzettel, von einem Kontoauszug. Und das Standard-Preset, was ich gebaut habe, schaut halt, wenn auf der Rückseite was drauf ist, dann macht er doppelseitigen Scan. Wenn da nichts ist, dann lässt er die weiße Seite weg. Und dann hast du halt bei 20 eingelegten Seiten kriegst du ein 42-seitiges oder 40-seitiges PDF und dann springt automatisch diese OCR-Software an und die rödelt dann mit dem kleinen Celeron-Prozessor von dem Synology dann auch schon mal gerne irgendwie 5,5-6 Minuten auf so ein PDF rum. Aber ist ja egal, ja, das Ding steht da oben, brummt vor sich hin, ob das jetzt da die halbe Nacht irgendwie den Ordner leer kaut oder nicht, das kann mir ja egal sein. Und dann sortiert er das in den Ordner ein und dann nimmt er sich das nächste und OCR das nächste. Und so habe ich jetzt an dem einen Abend sehr, sehr viele durchsuchbare PDFs erzeugt und einen schönen Stapel Papier erzeugt. Also so ein paar Sachen sind dann tatsächlich abgeheftet worden, wo ich dachte so, okay, das hast du jetzt gescannt. So für, wenn dann mal das Haus abbrennt, hast du noch eine digitale Kopie.
Aber den Vertrag, den hebst du jetzt schon trotzdem im Original auf. Aber wenn ich ihn mal brauche, um was nachzuschauen oder so, dann muss ich nicht Aktenordner wälzen, sondern dann kann ich das digital nachgucken. Aber das absolute Gros dieses Haufens, 95-98% dieses Papierbergs, sind dann einfach direkt in den Schredder gewandert. Und das war ein sehr befreiendes Gefühl. Und diese Kiste ist wieder leer. Und ein bisschen was habe ich noch in so einem anderen Stapel noch, den ich noch scannen muss. Aber die Idee ist jetzt, wo diese Kette komplett ist und ich diese OCR-Software da in der Mitte endlich gelöst habe, noch dazu kostenlos, weil das alles irgendwie Open Source ist, jetzt dranbleiben sozusagen. Neue Post, die kommt, einfach immer sofort in den Scanner stecken. Das wäre die am besten mit Umschlag. Ja, genau. Einfach im Umschlag direkt ab in den Scanner. Genau. Dann eben entscheiden, okay, gescannt ist es. Und das frisst ja auch kein Brot. Ja, so eine Datei, dann ist die irgendwie 2 Megabyte groß. Ja, das sind irgendwie 12 Terabyte Platz auf diesem NAS, von denen irgendwie 9 oder so frei sind. Also das kann ich mein ganzes Leben spielen, da wird diese Platte nicht voll. Insofern dieses 1 zu viel scannen ist völlig irrelevant bei heutigen Plattengrößen. 1 zu wenig scannen wäre vielleicht irgendwann mal Ärger, wenn du dann diese Rechnung doch mal brauchst und das jetzt nicht mehr hast oder nicht mehr findest. Und dann halt alle eingehende Post einfach scannen und das Ding direkt in Schredder oder in Müll oder wenn es halt irgendwie was Entscheidendes, was Wichtiges ist, dann halt abheften. Aber diese Menge an Zeug, die man mal durchschauen und mal sortieren und mal gucken, muss ich das aufheben und wenn ja, wie lange und wann kann ich das wieder wegschmeißen und so. Das ist halt einfach für das Allermeiste gleich vorne direkt am Anfang, wenn es kommt, lösen. Und da muss man sich vielleicht mit 3 Briefen die Woche oder mit 5 Briefen die Woche befassen und nicht irgendwann mit einem gigantischen Stapel Scheiß, der einen demotiviert, wenn man ihn nur anguckt. Das klingt ziemlich gut. Ja, für dich vielleicht vor allem, weil du ja wahrscheinlich mit eigenem Business-Kontext wahrscheinlich sogar sehr viel mehr Papierkrieg hast, als ich das jetzt habe als Privatperson, oder? Ich habe tatsächlich extrem wenig Papierkrieg, weil das bei mir tatsächlich sehr digital alles abläuft. Aber trotzdem, das ist am Anfang dachte ich, als du angefangen hast, ich dachte, okay, das wird sowas, was einfach für Normalsterbliche nicht anschlussfähig ist, aber es scheint so, als wäre das auch für komplette digitale Fußgänger oder Fast-Fußgänger wie mich anschlussfähig. Also das Also ich habe jetzt so 2 Videos geguckt, wo der Boris Nienke vom Happy Shooting Podcast, das ist ein Blog, ich lese, der hat vor eine Weile mal irgendwann Dokumentenscanner getestet. Ich hatte den Test gesehen, habe es nicht weiter beachtet. Der ist mir jetzt sofort wieder, also es war jetzt auch vor ein paar Wochen erst. Da hatte ich das auch schon wieder so, ja, okay, das Thema, da bist du auch noch dran. Aber da war das mit dem OCR noch nicht, war mir der Tipp vom Alex Olmer noch nicht begegnet. Und jetzt ist der tatsächlich, bin ich nochmal zurück und habe die Videos von Boris Nienke nochmal geguckt. Und der hat halt genau aus demselben Grund Netzwerk angeschlossene Dokumentenscanner getestet, die auch WLAN können. Das heißt, du kannst sie in der Wohnung irgendwo hinstellen. Du könntest sie theoretisch vorne in den Flur direkt neben den Eingang stellen, sodass du, wenn du mit dem Brief vom Briefkasten durch die Tür kommst und dir die Schuhe ausziehst, das Erste, was du machst, ist, du reißt den Brief auf und steckst ihn erstmal in den Scanner und könntest dann dort, die Scanner haben so kleine Touch-Displays und da kannst du Presets reinprogrammieren. Und könntest halt sagen, okay, Preset Christoph, Preset Theresa. Und steckst das Ding oben rein, den Brief, mit all seinen Seiten und drückst auf das Christoph Preset. Oder meinetwegen Christoph Privat und Christoph Business oder so könntest du noch unterscheiden. Und was hinter dem Preset steht, ist halt einfach nur der Zielordner. Wo wird das hingeschmissen? In welchen Stapel wird es reingehauen? Und dann, dann scannt er das. Vorne kommt das Papier wieder raus. Was du da mit dem Papier machst, ist dir überlassen, aber die Datei ist auf jeden Fall mal auf dem Netzlaufwerk und wird ge-OCR'd und wird in die Ablage gelegt und das Thema ist erstmal safe, ja, ob das den Papier dann fallen lässt oder deinen Kindern als Schmierpapier gibst oder sonst irgendwas, das ist dann dein Business. Und damit wäre es natürlich auch, du hast ja vorhin wieder deine Frau unter den Bus geworfen, was ihre Digitalaffinität angeht, dann wäre es, glaube ich, auch Theresa-kompatibel, wenn du sagst, hier, steck das da rein, drück da drauf, dann ist das gespeichert. Wir wollen es mal nicht übertreiben. Ja. Aber es ist eben vor allem auch so für so nicht so
ja, dass man sich jetzt so wahnsinnig tief reindenken muss und unheimlich viel konfigurieren und so. Es klingt wie, es ist auch für Leute, die jetzt nicht euren Tiefgang, was das Thema angehen haben, ist anschlussfähig. Also klingt jedenfalls so. Eben auch für so faule Menschen wie mich. Ich bin halt auch faul, gell? Ich will halt nicht das bis ins Kleinste durchdenken und weiß der Teufel. Ich will, wie du sagst, die Dinger sollen da reingeworfen werden und dann soll das seins tun. Ja, und das, in aller Ernsthaftigkeit, wenn man so drüber nachdenkt, wie oft man so eine Rechnung oder irgendwas wieder braucht, das ist ja super selten. Also wie oft gehst du wirklich an diese Aktenordner und suchst irgendwas? Aber wenn das mal passiert und du suchst, dann ist es immer extrem nervig, weil dann weiß man genau, ich habe seit dreiviertel Jahr keine richtige Ablage mehr gemacht. Und war das jetzt vor einem dreiviertel Jahr und ist schon im Ordner oder ist es noch in diesem riesigen Stapel? Und stimmt. Es ist doch gerade wieder die Zeit, natürlich bei den Gießbads nicht, aber bei allen anderen steht doch jetzt wieder die ihr wisst Steuer, was an. Genau. Genau. Ja, genau. Und genau das ist der nächste Zeitpunkt. Steuer wieder. Ja, genau. Bei euch ist das ja anders. Bei euch ist es ja immer am 2. Januar schon abgeschlossen, aber. Ja, genau. Also, am 2. Januar wird zum ersten Mal geschimpft, dass es immer noch nicht da ist, diese ganzen Abrechnungen. Ja, genau. Ich kann das sowieso immer erst im Sommer machen, weil irgendwie so jetzt um die Größenordnung der Zeit, so Juli, August, September. Der psychische Druck erst so groß ist, dass man sich dem widmen kann. Das auch, aber tatsächlich gibt es auch einen wirklich faktischen Grund, nämlich der Vermieter. Das habt ihr natürlich nicht beide, aber ich bin ja Mietkunde und der schickt dann erst seine Nebenkostenabrechnung und da drauf sind meine Anteile an haushaltsnahen Dienstleistungen und Handwerkerleistungen. Die ich ja anteilig irgendwie hier mitbezahlt habe, wenn hier, was weiß ich, der Fahrstuhl gewartet wurde oder irgendwas. Aber das wird doch nie überprüft, das kann man doch einfach angeben. Also jedes Jahr eine andere Summe. Ja, ist doch egal, rät mal halt irgendeine Summe. Wenn du so deine Steuern machst. Ich mache das nicht so, ich weiß nicht, ich bin da vielleicht zu ehrlich oder was, keine Ahnung. Aber ich warte diesen Zettel immer noch ab, um dann immer festzustellen, dass der Unterschied in der Erstattung dann irgendwie so 1,20 Euro war oder so. Oder wenn überhaupt, meistens ist es gar nichts oder ein paar Cent oder so. Ja, sag ich doch. Aber ja, von daher, ich denke mir immer so, das ist der letzte Zettel, auf den ich noch warten muss. Und wenn der da ist, die letzte Begründung, weswegen du noch nicht anfangen musst. Ja, genau, das ist exakt. Das ist dann so dieses, ja, jetzt ist er da, so, jetzt müsste ich eigentlich. So, dann steigt der psychische Druck, von dem du eben sprachst. Ja. Aber ja, natürlich, wenn man sowas nicht hat, dann fängt im Grunde ab dem 1.1. ja, an der Timer zu laufen. Ja. Nee, aber jetzt wird es schon langsam wieder, gell, es wird schon wieder Zeit. Ich glaube, bis zum 1. Oktober oder so haben wir Zeit. Oder bis zum 4. Oktober, irgendwie sowas. Ist schon bald. Schon August, verdammt nochmal. Eieiei. Ja, also, das war mein Software-Pick, wir werden das verlinken. Ich habe den auch nur bei meinem Olmer geklaut. OCR MyPDF. Wenn man das googelt, gibt es ein GitHub-Repo, aber es gibt auch so eine schöne Dokumentationsseite. Mhm. Und ich kann es jetzt gar nicht abwarten, noch mehr PDFs zu erzeugen. Diesen Papierstab hier wegzukriegen, komplett auf null. Klingt gut. Okay. Stefan, moderier uns doch mal in das allerletzte Thema rein. Du bist das allerletzte heute. Ja, ich weiß, deshalb will ich mich selbst reinmoderieren. Also für das allerletzte Thema Verantwortung. Allerletzte. Entschuldigung, was habe ich? Also, konnte das passieren? Du sagst uns noch, was wir in der kommenden Woche schauen werden und dann nächste Woche auch besprechen werden. So ist es. Es wird ein bisschen härter. Oha. In der ganzen Härte. Gehen wir denn hin? Wir war das schon hart? Wir gehen nach Afghanistan, aber auch zu Amazon Prime. Was heißt denn auch? Wir waren doch gar nicht bei Amazon Prime. Naja, Afghanistan ist kein Streaming-Dienst, deshalb Amazon Prime und Afghanistan. Guy Ritchie? Guy Ritchie, exakt. Wir schauen Der Pakt. Der Pakt, Ein Sergeant wird von einem seiner letzten Einsätze, ist immer der letzte Einsatz, ne? Das ist schon ein bisschen, das langweilt mich jetzt schon. Aber ist immer der letzte Einsatz oder der letzte Auftrag. In Afghanistan von einem seiner Dolmetscher verwundet durch Feindesgebiet geschleppt. 2023er Film, ziemlich gut bewertet, sowohl auf der IMDb als auch bei den Prime-Kunden.
Jake Gyllenhaal. Genau, okay. Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle. Salim sagt mir auch irgendwas. Also der Name sagt mir nichts, aber das Gesicht sagt mir was. Guy Ritchie kann ich mir nicht so richtig, also so auf dem Face Value würde ich sagen, ist das ein Kriegsfilm. Aber Guy Ritchie schon, ja. Und Kriegsfilm kriege ich in meinem Kopf nicht so richtig zusammen. Deshalb bin ich gespannt, was da was, naja, ich meine, so einen Kriegsfilm kannst du halt auch wie so einen coolen Gangsterfilm machen, gell? Das sind ja ähnliche Figuren, gell? Das wäre eine Vermutung, die man haben kann. Ich weiß gar nicht, ob ich irgendein Bauchgefühl, das ich nicht begründen oder substanzieren kann, sagt mir, dass es nicht so ist, von dem, was ich jetzt so an den Bildern gesehen habe. Ja, stimmt. Das eine Bild, was ich sehe, widerspricht dem auch, ja. Aber deshalb hat er mich getriggert, dass ich gedacht habe, das schauen wir uns an. Sehr gut bewertet auf jeden Fall. Ja, IMDb über 7 und bei die Amazon Prime Leute haben es mit 4,8 von 5, also ist enorm hoch. Ja. Ja, mal gucken. Genau. Habe ich jetzt nicht so große Angst vor, ich glaube, das wird ganz gut. Es ist halt auch sowas, wenn ich sowas auswähle, dann denke ich eher, dass der Stefan rebelliert, als dass du rebellierst. Ja, es klang so, als würde der Stefan rebellieren. Stefan, rebellierst du? Nee, ich habe mich meinem Schicksal ergeben. Nee, das kann ja ganz nett sein, aber. Das kann ja ganz nett. Also ganz nett sieht es jetzt nicht aus. So ein bisschen schwer angeschossen durch feindes Land in Afghanistan geschleppt zu werden, ist bestimmt ganz nett. So ein paar Enthauptungen und so noch neben am Rande, am Bildrand. Ach, jetzt weiß ich, woher ich den Dar Salim kenne. Das ist ein Däne, oder? Oder auf jeden Fall irgendein, oder ein Norweger sogar, oder ein Schwede, also aus diesem Norwegen, nee, war das ein schwedischer nahe Zukunftskriegsfilm, Operation Schwarze Krabbe, wo die über dieses Eis schlittern, so sehr unerfreulich. Und ich glaube, ich kenne ihn noch aus anderen skandinavischen Produktionen. Also das Gesicht kommt mir so unheimlich bekannt vor. In 6 Episoden Game of Thrones mitgespielt, aber das habe ich nicht gesehen. Nee, da habe ich nicht gesehen. Hauptrolle in Darkland, haben wir den, glaube ich, geguckt, kann das sein? Oder wollten wir den nur mal gucken? Darkland sagt mir jetzt nichts. Ich glaube, das ist ein Däne, ich glaube, ich kenne ihn aus irgendwelchen dänischen Filmen, das sagt mir irgendwie habe ich da diese Verknüpfung bei dem, irgendwelche dänischen Filme. Ich weiß jetzt nicht welcher, aber irgendwas sagt mir das. Das ist so eine der üblichen dänischen Schauspieler ist. Naja, wir werden sehen. Folge 509, Darkland war der Headliner. Ich wusste, dass wir den gesehen haben. Echt? Sag mir mal. Ist ein dänischer Film. Ah ja, okay. Oder spielt in Dänemark. Und er war der Hauptdarsteller. Ich glaube, ich war da nicht dabei, oder? Warte. Darkland sagt mir gar nichts. Underwerben. Nee, Claudia und ich haben die Sendung gemacht. Ah, okay. Ja, das war die Zeit, wo ich nicht dabei war. Verstehe. Okay. Ja, dann schauen wir mal. So machen wir das. Da das meine Frau nicht wird gucken wollen, kann ich das auch im Original schauen. Ich bin gespannt. Man wird vermutlich nicht Dänisch sprechen, aber du hast recht, Black Crab ist übrigens auch, ja. Gut, also dann schauen wir das. Bis nächste Woche. Danach folgen wieder wahrscheinlich Gästewochen. Das wird sich zeigen, das wird sich ergeben. Bewerbungen gehen gerne bitte an podcast-teilnahme-bewerbung@sneakpod.de. Und das sagst du jetzt einfach so, okay. Ich wollte heute Nacht noch Leute anschreiben, das mache ich jetzt natürlich nicht. Hey doch, du schreibst die Leute an, weil da kommt eh nichts. Also insofern. Und dann haben wir eine Flut. Aber gut, dann arbeiten wir die ab. Ja, wir nehmen ja auch gerne Gäste, wenn wir alle da sind. Das ist ja, dann werden die Stunden halt, folgen da zwar 3:40 oder so ähnlich, aber das macht ja nichts. Also ich begrüße das. deswegen, wenn ihr gerne mit dabei sein wollt, dann meldet euch gerne bei uns. Wir nehmen mit euch auf. Wir haben ja auf die letzte Sendung, die ihr mit Jan gemacht habt, tatsächlich 2 enthusiastische Kommentare bekommen. Ist das so? Ja. Ach, ich will lesen. Dennis und Frau Nachti haben beide positiv reagiert und sich am Unterhalten gezeigt, möchte ich mal zusammenfassend sagen. Ah, wir haben übrigens noch eine Dings, da habe ich auch noch gar nicht drauf geantwortet.
von hier, es ging um Black Mirror. Unser Kollege hat da geantwortet. Der Andi, genau. Zu Streamberry. Loch Henry oder was? Genau, Loch Henry, was in der in dem Streamberry Angebot bei Jones Offal angezeigt wird und die irgendwie dann so sagen, ah, oh, nee, wieder nur irgendeine Doku oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Ja. Sehr lustig. Haben wir natürlich nicht bemerkt, weil wir halt Loch Henry noch nicht geschaut hatten, als wir Jones Offal geschaut haben. Ja, aber schön. Also ich muss auch sagen, ich denke manchmal im Kopf, wenn ich an Netflix denke, denke ich jetzt schon wie heißt es? Blueberry, gell? Nee, Streamberry. Blueberry ist wieder was anderes. Aber ich finde es eigentlich einen schönen Namen. Also dieses Streamberry gefällt mir, dieses Bärige. Ich finde das sympathisch. Also wegen mir könnte man es gerne umbenennen. Das könnte man umbenennen. Twitter nicht in X, aber Netflix in Streamberry wäre ich dabei. Ich muss ja immer an den Raspberry Pi denken und da sind so alle Berry-Scherze in dem Umfeld vom Raspberry schon. Ja, da auch. Die ganzen Online-Shops heißen irgendwas mit Berry sowieso, wo man das Zeug dazu kauft und so. Ja, stimmt. Ja, bitte nicht schon wieder so eine True-Crime-Doku. Steht in dem Kommentar vom Andi. Ja. Eine True-Crime-Doku? Was ist denn auf was bezieht sich das? Auf Loch Henry. Ach so, auf Loch Henry. Ich dachte, jetzt wärst du bei den aktuellen Kommentaren. Nee, das war der Kommentar vom Andi. Ich habe ihn gerade noch ausgesucht. Ja, stimmt. Das war eine True-Crime-Doku, das stimmt. Genau. Das war unter der Folge von Thor, wo wir über Loch Henry gesprochen haben. Ja, genau. Ja, okay. Also, gerne vielleicht, wenn ihr der Meinung seid, dass ihr ein brauchbares Mikro daheim habt und irgendwie mit uns sprechen möchtet, gerne mal, dann versucht's mal, ob wir das jetzt alles in diesem Sommer, in diesem Loch oder ob wir das irgendwo dann einbauen, wo es passt. Ist auch immer eine Terminfrage, werden wir dann eben sehen. Ein paar Ideen, wen wir einladen können, haben wir ohnehin noch im Hinterkopf. Das ist sehr schön. Ich lese gerade den Kommentar von Frau Nachti, die auch Arztkind ist und mir beipflichtet, dass Ärztinnenmütter genauso sind, wie ich das geschildert habe. Sei nicht so laut beim Kotzen. Ja. Völlig empathiefrei, wenn es um Krankheiten geht. Ja, das stimmt. Entschuldigung, ich kann dir nur beipflichten. Kommt zu uns in den Podcast und wenn nicht, dann hört uns eben zu. Dann müsst ihr eben ertragen, was wir so von uns geben. Aber das ist hier halt so seit 800 Folgen oder wie viel ist jetzt denn? Seit immer faktisch. Genau. Nächste Woche der Pakt und für diese Woche ist der Deckel drauf. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. Und natürlich nächste Woche auch Black Mirror 1, 3. Aber das wisst ihr ja schon. Tschüss.